Was brauchst du jetzt hier auch? Moin. Willkommen bei einem Nostra Feedback Spezial. Wir sprechen hier mal über so spezielle Themen. Das gefällt euch bestimmt auch mal. Und heute das erste Thema ist Pranking. Und der Ton ist ein bisschen scheiße. Wir improven das auf jeden Fall. Sagen wir immer, aber. Nee, wir improven das mal. Und ihr habt viel Spaß und sagt uns, ob ihr da mehr Bock drauf habt so und was für Themen, weil wir können über alles können wir hier uns auskotzen. Ob das Klicken nervt, was ihr die ganze Zeit hört? Nee, das nervt nicht. Ja, Film ab! Und es ist halt keiner auf die Idee gekommen, dass er behindert ist. Alle dachten halt, er ist mega besoffen. jeder hat ihn halt irgendwie dumm angemacht. Du hast doch mal einen D-Sitz, oder was? Hat halt sogar auch ein Kind zu ihm gesagt, ja. Und der Vater hat dann gesagt, nee, ist nicht so, der ist behindert. Guck mal, Papa, der ist behindert. Nee, der ist halt zu sich getroffen. Ja, guck mal, der ist betrunken. Das ist halt übelst dumm. Also sobald... Grinsepimmel, das ist das perfekte Stichwort. Hallo und willkommen zu einem wundervollen Spezialfeedback. Hallo! Grinsepimmel. Oh Mann. Ich schneide das hinten dran, was hier gerade die letzten Minuten passiert ist. Aber könnt ihr euch das mal geben? Grinsepimmel abschneiden. Und jetzt geht es offiziell los. Was ist das hier? Jetzt kommt so Intro, ja, das ist das Ding. Watch Dogs, die Grafik 2014, Hunde. Und jetzt noch die Explosion? War gerade, hab ich gerade. Ich glaube, echt mir so ein Ding ins Ohr geflogen, ohne Scheiß. Ich habe das vorher für eine gute Idee gehalten. Naja, nee, wir haben jetzt hier eine lustige Runde und wollen mal ein bisschen so über Pranks allgemein reden. Wir haben schönes und Wetter. Wir haben wunderschönes Wetter, deswegen dachten wir, anlässlich des Spezialfeedbacks können wir auch eine Spezialumgebung wählen. Und wir haben dem Weimarer Goethepark gewählt. Saugeil. Wir haben hier eine lustige Konstellatio aus zwei Leuten, die deep im Business sind. Ja. Dann haben wir hier Hallafir, Dion Random und Peter Dück. Ja, alles Zuschauer, mehr oder weniger. Und Sexsklaven. Und dann haben wir noch so halb außenstehende halt. Das ist die Frauenquote. Die Frauenquote ist auch erfüllt, dass wir so eine bunte Meinungswürfelei hier zusammengebracht haben, um uns jetzt über diverse Sachen zu unterhalten. Also die, ja, Frau kann, richtig, die Frau kann schon mal was zum Sexismus sagen in der Gruppe. Gibt's nicht. Anlass ist ja eher, hier, ich decke das mal auf, ihr kennt das nämlich alle, hier habe ich mir ganz toll überlegt, ne? So Zettel, kann man ab und zu ziehen, sind Themen drin, aber auch sinnlose Sachen. Dürfen das die Zuschauer wissen? Das dürfen die Zuschauer wissen, denn das ist neu für die. Und da stehen halt auch manchmal sinnlose Sachen dran drin. Man klappt es auf, guckt es sich an und baut es ins Gespräch ein, egal was draufsteht. Ist ein bisschen schade, dass ich das halt schreibe und weiß, was kommt, aber ist halt auch sowas. Nächstes also Mal könnt ihr das hier schreiben und schicken. Rechter Fuß auf dem Lauf. Achso, ja, das Offengedeckte ist nämlich das ist halt der Einstieg. Der Anlass für das Ganze, was es so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, das Coming Out von Sam Pepper, ein großer internationaler Prankster. Das wissen wir alle. Ja. Aus England, soweit ich weiß. Und der hat jetzt so das erste Mal groß gesagt, yo Leute, ist alles nicht so geil, was hier gerade international passiert. Und ja, so ziemlich alle von meinen krassen Prank-Videos sind auch fake. Ist jetzt ein Anlass, um das mal als Aufhänger zu nehmen. Um die ganze der war Geschichte ja auch öfter schon in Medien. Der war öfter schon wegen diversen Skandalen in den Medien, hat immer mal Scheiße gebaut. War das der mit dem Arsch abschauen? Genau. Ich weiß nicht. Das war auch der mit dem Clown, oder? Ich glaube, nee, das war wieder. Das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Sam Pepper zum Beispiel hat halt irgendwie sich so einen dritten Arm gemacht, so eine Prothese. Hat dann halt irgendwie beide Arme vorne gehabt und mit dem dritten richtigen Arm hat er den Leuten, so vorzugsweise Frauen, in den Arsch gekrapscht. So. Gab es natürlich einen Aufschrei, so, ja, kannst du nicht machen, du bist assi. Aber das war fake. Es war halt fake. Aber weiß ich nicht, es macht halt die Sache an sich nicht cooler. Also es ist halt. Wie seht ihr das denn? Es ist halt. Für mich nicht so das Nonplusultra, was Pranks angeht. Und dadurch, dass es fake ist, ist es halt eh. Also, ja, gerade dadurch, dass es fake ist, finde ich es dumm. Also, dann zeichnet es halt nicht mehr diese Art von Prank aus, was Prank eigentlich wirklich bedeutet. Ja, also deswegen ist dieses Wort Prank wurde halt auch übelst in Schmutz gezogen. Ist wenn dann mal sagen, oh, just a prank und just a prank,
ist halt immer wieder diese Ausrede für wegen, ist alles wieder in Ordnung, ist nichts Schlimmes passiert. Ja, ja. Ey, ist alles okay, da drüben ist eine Kamera, sorry, dass ich gerade vergewaltigt habe, aber wir haben es gefilmt. Das ist kein wie das mit dem, wo er seinen Kumpel erschossen wird, weiß ich nicht. Ja, das war der auch. Ich weiß nicht, das war der auch. Ach, das sein aber bester Freund das, wurde halt entführt. Ja. Und dann wurde, also er und sein Freund wurden entführt. Oder irgendwie so. War ja, das. Die wurden beide entführt. Genau, und dann wurde von seinem, wurden dann beide die Masken hochgenommen, saßen irgendwo gefesselt. Und es kam irgendwie dazu, dass dann sein, also das Sam Pepper war das, glaube ich, der dann erschossen wurde. Also ja. Nee, Sam Pepper war der, der geschossen hat mit Sturmmaske auf halt. Das waren so zwei Brüder sind die, glaube ich. Ja, oder, und also der eine, oder zwei Leute wurden halt entführt und einer davon wurde erschossen und der andere wurde halt gefängt, der es gesehen hat, wie sein Freund stirbt. Das war ja auch, das war im Prinzip auch nicht echt, das war ja auch gefängt. Ja, ja, also auf halt der einen Seite. Da hat ihn nicht echt geschossen. Nein, ich meine, nein, der Typ, der geprägt wurde, wusste es halt auch. Ja. Das war halt auf der einen Seite ist es halt dumm, dass es halt immer so extremer wird. Auf der anderen Seite ist es für mich auch nicht so der Unterhaltungswert. Und auf der dritten Seite der Medaille ist es halt nach wie vor einfach lächerlich, weil wie du auch schon gesagt hast, Prank bedeutet ja jemanden irgendwie einen Streich zu spielen. Wenn der aber dann eingeweiht ist, ist es halt kein Streich mehr. Das nimmt halt alles raus so. Und deswegen in den letzten 1-2 Jahren so ist es halt echt ein bisschen in Verruf gebracht worden. Finden wir halt so ein bisschen schade. Und deswegen lass mal drüber reden. Das ist natürlich auch in diesem. Ich würde halt auf jeden Fall mal ein Wort erheben lassen von so den Außenstehenden, die ja wie gesagt auch Zuschauer sind. Keine Ahnung. Entschuldigung, Spaß. Weil vorneweg gesagt, wir haben noch nie irgendwas gefaked oder so und wir versuchen auch das so im Rahmen zu behalten, dass wir nicht irgendwie einfach nur assi sind zu den Leuten. Und das finde ich auch ganz gut so, dass wir das eigentlich ganz gut einhalten. Und jetzt könnt ihr ja mal, keine Ahnung, wie ihr das so von außen seht. Und wenn dann irgendwie Gelegenheit ist, kann ihr das sich so erzählen. Also nicht gleichzeitig so. Also ich würde ganz kurz noch was sagen. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so irgendwie Zahlen oder sowas mit dem Kanal. Oh, fuck. Ich bin so nicht versprochen. Aber also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass man. Also wir hatten ja letzten. Wir haben so ein Video gesehen mit dieser Thematik von wegen, was war das denn? Oh, ich weiß nicht mehr, aber aber es war auch irgendwas von wegen, dass die Leute halt, die könnten irgendwas ganz Tolles haben oder halt irgendeine Scheiße, weißt du? Das ist doch von David Hein. Ja, aber ich glaube halt, es geht da im Endeffekt um dasselbe, so, weißt du? Wenn die Leute halt irgendwelche, so sag ich mal, das ist halt im Endeffekt vielleicht dann auf so einem RTL-Niveau, weißt du? Oh, er hat den Leuten an den Arsch gekrapscht, weißt du? So, und wenn das halt bei den Leuten anschlägt und du als Kanalbetreiber vielleicht das Ziel hast, ich will möglichst viele Views und möglichst viele Abonnenten haben, dann nimmt man vielleicht einfach das, was besser ankommt. So. Es geht ja darum, dass die Leute lachen. Ja, also, aber das, also das, wenn die Zuschauer lachen, dann... Also ich finde halt auch nicht lustig. Also keine Ahnung. Ja, wenn einer erschossen wird... Es geht auch nicht darum. Es ist halt im weitesten genau, Sinne, es geht ja halt Unterhaltung. So. Man muss ja nicht lachen, um unterhalten zu werden. So. Ja, aber eben, weil Daniel hat gesagt, dass ja, aber es geht ja auch eigentlich... Es geht um die, für die Leute, die Videos hochladen. Also wenn die Zuschauer lachen, dann haben die ein besseres Erlebnis mit dem Video. Und wenn du halt alles gefaked hast, dann kannst du auch schon ungefähr vorahnen, was passiert. Das und ist schon dass das dann eine lustige Situation ist und dass da die Leute erfreuen. Ist aber klar, also klar, dass... Aber wie gesagt, zum Beispiel ja, das fand ich auch nicht. Ja, aber also du musst das Video auch erst sehen, bevor du weißt, dass es gefaked ist. Es ist halt Schock, also, Schock-Value, dann guckst du es dir entweder an, weil du halt, weil du denkst, krass, was für ein Titel. Und Notfallgeil, halt, ja. Und erstmal die Notfallgeilen, dann aber auch die, wo du sagst, ey, dieses krasse, dämliche Fake-Video von den Leuten, musst du dir unbedingt anschauen, das ist echt die Spitze des üblen Verarschens. Und dann guckst du es dir aber trotzdem an, und dann haben die trotzdem gefaked. Und ich glaube, wenn du halt quasi als Uploader das Ziel hast, dass die Leute, dass einfach nur Leute das Video anklicken, dann ist es dir halt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen egal. Ob die Leute jetzt drüber lachen oder ob sie jetzt klicken, weil sie notfallgeil sind oder weil sie halt irgendwie sehen wollen, ob es fake ist, das ist ja dann in dem Moment egal. Solange die Leute draufklicken, dann machst du ja das, was quasi am besten funktioniert. Dann ist es ja letztendlich auch ein Prank-Video, weil der Zuschauer geprankt wird. So kann man natürlich auch sehen. Ich will es auch nicht grundlegend verurteilen. Ich finde es nur irgendwie, wenn es offensichtlich wäre so oder am Ende wäre gesagt, hier, es ist gestaged oder so, das wäre irgendwie was anderes als. Ja, aber wenn ein YouTuber anfangen würde und am Ende seiner Videos immer sagt, dass es gestaged war, würdest du dann das nächste Video angucken oder würdest du es nicht angucken? Vielleicht nicht, aber... Ja, genau, und das also ist klar, das Problem. Es ist ja nur mein Idealismus oder was auch immer. Es muss ja nicht so sein, aber ich fände es halt irgendwie nice, wenn es so wäre. Du sagst halt irgendwie... Klar macht das keiner, das ist mir klar.
würde ich vielleicht auch nicht machen. Was ja bei euch auch so ist, die meisten sagen halt, wie traut ihr euch das jetzt? Das ist halt auch schon, dass, glaube ich, für viele Leute so diesen Mut überhaupt aufzubringen, halt zu Leuten zu gehen, die eben nichts wissen, die sich dann halt vielleicht auch einfach denken, Gott, der ist irgendwie verrückt oder so. Also die dann bescheuert. Halt nicht, genau, der ist halt bescheuert. Aber eben, ich glaube, das ist für viele Leute halt auch so der, auch schon ein Punkt oder so ein Respekt oder so, keine Ahnung, den man dann ausdrückt, wenn man so sagt, oh krass, die trauen sich das jetzt, das zu tun. Und das ist halt nicht mehr der Fall, wenn es jetzt halt einfach Das ist auch die Sache, das ist mir auch irgendwie aufgefallen, dass, also ihr seid da von so einem Standpunkt rangegangen, dass halt einfach so ist, oder halt auch wahrscheinlich viele andere in den Anfangszeiten der Sache so, dass man halt so das gemacht hat, weil Leute verarschen, gab es ja im Prinzip schon vor Kameras, bevor man halt das gefilmt hat, vor YouTube mit dieser Plattform. Ich meine, ihr habt das halt auch schon, bevor es überhaupt auf YouTube hochgeladen wurde, halt einfach so zum Spaß immer so als Schabernack getrieben. Und dann halt war die Kamera halt einfach das, was dazugekommen ist. So, und dann gibt es halt von den anderen Leuten, das ist halt so die Herangehensweise, es ist eine Kamera da und jetzt verstelle ich mich für die Kamera und jetzt liefere ich für die Kamera so Sachen. Also die ist so die Ausrede dafür, dass man das macht. So von wegen, also dass man auch so krasse Sachen macht, so einfach. Halt nur weil eine Kamera an ist. Ja, aber das ist halt eben, dass die es halt auch so normal nicht machen würden. Das Ziel ist halt, andere Leute zu beeindrucken. Sachen zu verkaufen und Sachen zu beeindrucken. Nach allem Aufmerksamkeit irgendwie zu erlangen, oder? Ich finde auch, dass wir irgendwie öfter so, keine Ahnung, eher uns selbst lächerlich machen, anstatt irgendwie. Genau, das war ja, was ich bei dem anderen Feedback gesagt habe, mit den CKY-Videos, die halt auch einfach. Es sind halt eine Truppe von Freunden, die einfach zusammen Spaß gemacht haben und halt von Anfang an einfach Videokameras hatten, weil die Eltern reich waren. Und die deshalb das alles gefilmt haben. Und die ersten CKY-Filme sind halt auch einfach nur, wie sie Blödsinn machen. CKY nochmal für die. Das ist Bam Margera und. Der ist auch richtig hart abgestürzt jetzt. Ja, ich meine, gesehen, der ist richtig aufgedunsen. Das ist das Fett. Sagt er selber in der Doku oder was, das war, dass er irgendwie in den letzten 10 Jahren nicht mehr als eine Woche nüchtern war und so, dass er immer zu hart trinken musste. Ich glaube, das ist auch wegen Ryan Dunn. Das hat das so angestoßen. Ja, war auch echt. Ich habe da mal eine Dokumentation, also das ist jetzt kurz auf Topic, aber es ist interessant. Es gibt eine Doku rundherum. Also klar, immer so Tribute-Sachen und so, die im Fernsehen übertragen wurden, immer so ein bisschen schwierig. Aber es war wirklich eine ziemlich gute Dokumentation, weil halt so ein Tribute von dem ganzen Jackass-Team an Ryan Dunn gemacht wurde. Da war es halt auch nicht. Also hat man irgendwie echt gesehen, wie krass es halt einfach ihn noch trifft. Also weil er halt irgendwie einer der besten Freunde ist, auch Best Friends mit ihm war schon seit sehr langer Zeit. Also der war da echt ziemlich dauernd. Ja, die CD-Rails waren ja auch vor Jackass. Ja, klar. Finde ich halt persönlich geiler, wenn man irgendwie so Fehls hat und, keine Ahnung, sich selbst lächerlich macht, anstatt irgendwie, also das ist halt in letzter Zeit immer mehr so möglichst, dass das Opfer, was ja in dem Sinne wirklich ein krasses Opfer ist, irgendwie lächerlich machen oder erschrecken oder sonst was. Oder halt irgendwie fast Schaden zuzufügen. Klar, wenn es fake ist, ist es auch wieder egal, weil ihm wurde dann kein Schaden zugefügt. Aber alleine diese Idee, dass man das braucht, um die Leute weiter zu unterhalten, weil man muss ja immer einen draufsetzen, ist halt irgendwie nicht so geil. Halt, was ich jetzt sagen kann, also, was ich halt an der gefragt, wie die von euch sind, so lustig finde, dass es darum geht zu gucken, wie reagieren die Leute, nicht darum, darum geht, dass die Leute verarscht werden. Die gucken die ganzen, weiß nicht, wenn sie da als, wie heißt das hier? Mit dem Pullover. Der Gurmel. Ja, also wenn du mit dem Gurmel da die Großstadt läuft, die Leute gucken dich an und du als Zuschauer guckst und weißt genau, was die Leute denken. Ja. So, und das finde ich halt lustig. Ja, vor allem sind es halt auch Reaktionen und Ja, das war bei uns halt auch immer. Ich sag dir dann mal, hier, lauf mal hier so vorbei und dann, oh mein Gott, und dann lauf weiter. So, das ist halt wirklich eine Reaktion, deswegen. Ja, und das ist auch immer einzigartig. Ich finde, das ist Prank mit Niveau. Aber wo es jetzt darum geht, irgendwie Leute verletzen, verarschen, weiß ich nicht. Also die Anfänge waren ja auch Just for Loves zum Beispiel. Ja. Just for Loves, ja. Just for Loves, richtig. Ja, kann keiner aussprechen, aber jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Und versteckte Kamera, einfach im Fernsehen. Und da meinte Jendrik ja auch, dass das früher auch einfach alles gestaged war schon. Also die versteckten Kamera-Dinger, na gut, jetzt, also das ist jetzt,
gut. Also wir hatten das jetzt nochmal. Wir haben jetzt gerade nochmal aktuell die 2016-Version von Versteckte Kamera geguckt, die wollen um uns zu briefen für dieses Meeting. Ja. Ja. Und wir waren begeistert im negativen Sinne. Ja, habe ich jetzt leider nicht gesehen. Also der erste Prank war, dass Michelle Hunziker und wie heißt der? Matze Knob zusammen Kinder verarscht haben, die in der Küche waren, und da haben die Geräte gesprochen. Ja. Matze Knob hat halt die Geräte gesprochen. Okay. Und dann wollten die halt irgendwie Eiswürfel haben, und der hat halt die Eiswürfel alle rausgehauen. Alles war voller Eiswürfel und keine Ahnung, der Fernseher hat mit denen gesprochen. Und in der Zwischenzeit, die Animationen waren halt wirklich so Word, Augen irgendwie reingedrückt. An den Kühlschrank gedrückt, okay, genau. Und das war wirklich ziemlich schlecht. Wir haben das dann geskippt und haben den nächsten Prank angeguckt. Prank. Keine Ahnung, da war dann nochmal irgendeine Maschine. Also aber es ist immer mit Promis dann, oder? Genau, es ist immer mit Promis. Das war irgendwie Boss-Hoss-Fahrer Ralf Möller. Und das war halt typisch versteckte Kamera, halt finde ich immer, sind sprechende Geräte. Ja. Das war das nächste auch. Das nächste war auch, genau. Da hat halt der. in diesem Wachsmuseum, diese Maschine. Genau, die haben halt. Wollten irgendwie den Scanner halt für diese Wachsfigur. Und da hat der Scanner halt mit ihm geredet und hat halt Fehler angesagt und sonst war es. Keine Ahnung. Er musste sich im Kreis drehen, dies, das. Wer war dann der die 30 Leute pranken musste oder so? Keine Ahnung. Das war ein Afroamerikaner. Auf jeden Fall sollte der irgendwie 30 Leute pranken. Und die erste gute Idee war, er hatte seinen Hund dabei. Und dem hat er so ein Fell übergeworfen, ja? Da waren dann so riesige Spinnenbeine, der sah aus wie eine große Spinne, ja? Ja, pass auf. Dieser Hund, das kommt ist dann, mir bekannt vor. Dieser Hund ist dann in so einem Autohaus auf Leute zugerannt. In so einer Tiefgarage. Er hat mit ein bisschen gruseliger Musik untergelegt, okay? Damit hat er so ungefähr 28 Leute geprankt und die letzten zwei, da hat er sich was richtig Cooles ausgedacht. Da war so ein Gang, ja? Und da sind die lang gelaufen. Und dann kam er in so einem riesigen Dino-Kostüm, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja? Wirklich jetzt? Ja. Hä? Der hat einfach zwei Pranks geklaut, ja, und damit halt... Eins geklaut. Auch halt von derselben Person. Ja, ist beides von S.A.W.D.G.A. Silvester Wagdega. Also das mit dem Dino, Polen. Das kenne ich, das fand ich ziemlich witzig. Und auch direkt halt... Ja, ist halt hart. Und auch in... Hi. Hallo. Genau in demselben Setting. Richtig geil. Hart. Genau. Ja, das ist halt auch so eine Sache mit dem Clown. Ja. Ist ja auch... Aber gut, bei dem war es jetzt halt so, dass man gesehen hat, okay, die hatten zumindest an den Sets, also auch wenn die vielleicht nicht lustig waren, die hatten halt an den Sets Spiegelwände eingebaut und so, und da war das schon in Ordnung. Aber bei den ganzen alten Dingern, da hat man immer so Sachen gehabt, wo man, also auch dieses Just for Love, das ist gesagt, Gags, also ich habe ja dieses, was ohne Ton auskommt, was ich ja sehr gut finde. Also ich meine, wenn schon geskriptet, dann kann man das so machen, weil ich finde, das ist halt auch lustig. Aber da sind halt teilweise auch so Schuss und Gegenschuss und Reaktionsschüsse drin, die einfach nicht gehen würden. So. Also wo halt so diese Menge um die Ecke kommt, was hier von Titeln genommen wird, was eigentlich übelst lustig ist halt. Wo irgendwie die Vermessungsfahne gegeben wird und dann kommt halt irgendeine Protestmenge und will halt gegen die Fahne. Und da ist halt die Menge und von der Menge aus im Prinzip ist dann die Kamera, der Kamerawinkel, aber ich habe halt wirklich, also in der Menge kann die gar nicht stehen. Also es ist halt im Prinzip auch. Das ist halt genau das, was ich zu dir vorgestern oder wann das war gesagt habe, hier DM-Pranks aus Tschechien, glaube ich, die das mit den Clowns machen, diese Killer-Clowns, die machen das halt auch ultra oft, dass sie so einen Gegenschlag von der Reaktion oder von dem Clown so reinschneiden, was halt eigentlich gar nicht möglich ist. Das weiß ich, das bricht auch für mich so ein bisschen. Ich habe jetzt hier auch sowas mit Just for Love reingenommen. Ich kann ja über alles so allgemein reden, muss ja auch nicht alles negativ sein. So. Ja, zu Just for Love. Also ich finde, das ist super unterhaltsam auch, also weil es einfach. Da stört mich halt die reingeschnittenen Lacher. So da. Ja, das geht irgendwie gar nicht, weil zum Beispiel der Miga kommt ja meistens auch ohne Ton aus. Und da habe ich halt lieber, wie ich es ja auch gerne mache, ein Lied dahinter, statt jetzt Lacher reingeschnitten. Es kommt vielleicht irgendwie so cheesy. Aber die haben trotzdem. Aber die haben ja genau diesen cheesy Ton. Das ist ja auch eher eine Familien. Ja, genau, ja. Aber die haben halt die haben halt zumindest kreative Dinger. So. Also nicht wie jetzt hier versteckte Kamera 2016. Entweder langweilig oder geklaut. Das ist halt dann lieber halt sowas, was halt vielleicht gestaged ist, meinetwegen, aber halt wenigstens unterhaltsam für das Publikum, auf das es auch ausgelegt ist. So. Ich glaube nicht, dass ich von Versteckter Kamera 2016 drei Stunden lang mit Zwischeneinspielern und Live-Performances von diesen ganzen Stars, ist natürlich auch klar, was für Stars man da auch nimmt.
ja, dann so 10 Promis. Da kommen ein paar gute waren dabei, aber es hat natürlich. Aber es sind ZDF-Promis. Also es sind halt diese. Ich glaube, wenn unsere Eltern das gucken würden, also vielleicht jetzt nicht unsere Eltern, aber wenn wir 10 Jahre jünger wären und unsere Eltern das gucken würden, dann würden sie es amüsant finden. Dann würden sie lachen. Vielleicht. Ja, ich kann sie ein paar so richtig zwischen, also wo dann erklärt wird groß oder so, weil ja, klar, so Zwischenblocks sind. Das ist auch so zwischen Performances von den Leuten irgendwie so. Das finde ich halt auch immer so, wie bei Ups, die Pannenshow oder so, du nimmst was geil ist, so Fail-Compilations quasi aus dem Netz, schneidest da immer so eine Moderation dazwischen und nimmst halt so die ganzen Rhythmus raus und es wird schlecht dadurch. Ja. Und dann halt noch schlechte Witze mehr dazu. Ja, am besten noch so mit das was passiert, wird mit Leuten, die vom Greenscreen sitzen, kommentiert. Ja, das ist auch so ein schlechtes Format auf jeden Fall. Und da sitzen dann halt auch immer nur die Creme de la Creme der Leute. Das ist natürlich. Ich habe gerade noch was Schönes gezogen. Ja. Und zwar der. Das ist echt eklig mit diesen Viechern. Aufwand, Fake versus Real. Das ist sehr gut. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen wichtig. Genau, würde ich nämlich auch gleich dazu sagen. Also dadurch, dass ich ja quasi ein paar Mal hinter die Kulissen gucken durfte. Würde ich nicht so runter. Ja, das ist sehr gut. Auch danke. Mal eingegriffen. Und so. Wenn du auf Rekord gedrückt hast. Ja, wenn ich drauf gedrückt habe, habe ich das. Hast du es gut gemacht? Danke. Nee, aber das ist halt, also klar, das ist dann vielleicht nicht unbedingt das, was man beim Video mitkriegt, aber ich finde es zum Beispiel, wie gesagt, immer auch ziemlich spannend, wenn man sagt, wir müssen jetzt genau diese Leute, wir brauchen jetzt zwei Leute, die irgendwo sitzen oder so. Ja, das kann manchmal ärgerlich sein. Also ich finde es gar nicht so ärgerlich, wenn man dann sagt, hier, da und jetzt, weil man will ja auch nicht gesehen werden, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwelche Kostüme anhast, die sehr auffällig sind. Ja. Aber ich finde, auch wenn man das vielleicht nicht sieht, merkt man das dann doch irgendwie so ein bisschen auch in den Videos. Keine Ahnung, weil klar, man freut sich dann auch mehr, wenn man halt die Leute gefunden hat oder so, weiß ich nicht. Aber also zum Beispiel, ich kenne das halt, also ich habe halt auch oft die Videos von euch jetzt mit meiner Mutter oder so geschaut. Früher noch und so, als wir das nächste Kapitel. Ja, auch danach eigentlich. Ja. Also sie hat zum Beispiel auch das mitgeschaut, wo Daniel mich zusammengeschlagen hat. Ach so. Aber sie fällt, also sie macht das halt auch immer ziemlich. Und also ich denke halt, das ist halt auch was. Ja, also meine Mutter kann halt auch drüber lachen, so. Die lacht halt auch dann. Das ist ein kleiner Einhaken. Und das ist halt. Das finde ich nämlich geil, weil das lese ich echt öfter, dass irgendwie Leute schreiben, dass sie mit ihren Eltern zusammen. Ja, und das finde ich halt auch irgendwie was Besonderes. So. Dass man halt sagt, okay, das ist jetzt nicht nur so ein. Also weil viele Sachen sind doch, sind wir mal ehrlich. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich kann es mir halt denken, dass viele Sachen wirklich so auf dieses 14 bis, keine Ahnung, 16, 17, 18 geschnitten sind. So, wie gesagt, halt, er hat an den Arsch geklappt. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass irgendwie eine 40-jährige Mutter sich gerne anguckt, wie Sam Pepper den Kumpel von einem Kumpel irgendwie fake in den Kopf schießt. Und wenn der 30 Sekunden lang heult, die Kamera schön drauf. Ja. Kein Plan. Also ich muss sagen, bei unserer Videoproduktion, das sieht man halt nicht, aber wenn wir in der Stadt unterwegs sind, gibt es halt auch mal einen Tag, wo wir den ganzen Tag unterwegs sind, aber dann keinen Clip gefilmt haben. Ja. Oder nur einen, weil keine gute Situation da war. Oder halt fünf Leute sagen, na gut, Internet veröffentlichen jetzt nicht. Man muss es halt nicht. Wenn das halt gefaked ist, dann rufst du den an, hier, komm da hin um 11, treffen wir uns um 11 da und dann machst du das. Dann gibt es auch jede Woche zwei Videos. Ja. 10 Minuten hier, perfekt. Na gut, nee, warte, du hast doch eine Kamera, lass doch mal machen, 20 Minuten, fertig. Und so gehst du halt zu 30 Leuten gefühlt hin für ein Video. 20 davon sagen, veröffentlichen ist nicht so geil oder 10 Mal davon klappt es halt auch nicht. Wir machen halt unsere 10.000 Schritte hier täglich, wenn wir hier durch Weimar laufen. Ja, wir hatten ja Situation. Pia mal mit, die mit ihrem Schrittzähler unterwegs war. Ich meine dann irgendwann, sie hat es geschafft. Ja, hat ja täglich das Ziel jetzt schon erreicht, nachforschen. Aber ich glaube halt eben, dass man genau das nicht machen kann, wenn man halt nicht wirklich Spaß an der Sache hat. Und das ist halt schon mega lustig. Aber wenn man halt, weiß ich nicht, wenn man jetzt halt keinen Bock drauf hat, sondern nur will, dass man irgendwelche Views oder sowas bekommt, dann hat man vielleicht halt nicht den Bock, jeden Tag so viele Schritte rumzusteppen und dann noch zu schauen, ob man jetzt die Clips verwenden darf oder nicht. Das ist es halt, der Spaß steht halt auch für mich. Also für mich auch. Ich würde es halt nicht machen, wenn es mir nicht Spaß machen würde. Also ja, ist ja logisch irgendwo, aber. Ja, also aber gerade jetzt Sam Pepper zum Beispiel war halt in so einem, um auch beim großen Thema zu bleiben ein bisschen. Der war halt auch so ein bisschen in der Zwickmühle, wenn das natürlich alles authentisch ist, was er dann in seinem Coming-out-Video gesagt hat. So. Kann ja auch alles fake sein. Dass er halt so irgendwie genötigt war, immer weiterzumachen, immer extremer zu werden, aber gleichzeitig halt übelst den Backlash bekommen hat und es halt nicht irgendwie aus Fehls gemacht hat, sondern weil er irgendwie musste und weil er dann auch in der Position war, dass er dadurch sein Geld verdient hat. Und dann musste halt immer mehr kommen.
Und ja. Das ist auch Gemeinschaft. Ja. Also ist halt schade, aber lässt sich nicht ändern. Also das, ich mache den Aufwand ja auch gerne. Vor allem kommen halt auch, ich weiß nicht, man erinnert sich halt nach 5 Jahren noch gerne, oh, damals, guck mal, der eine Typ, oder guckt sich ins Video und freut sich halt. Ja. Oder man weiß, wie lange man gesucht hat, bis man diese Situation gefunden hat. Oder dann halt spontane Aktionen, es hat perfekt geklappt, keine Ahnung, oder die Polizei kam zufällig vorbei, was weiß ich. Wenn wir es jetzt faken würden, wäre ja auch irgendwie dünne. Ja, weißt du noch, damals, da haben wir hier Sebastian von Gelben Seiten angerufen, haben gesagt, hier, kannst du mal was schauspielern. Hat er gemacht. Der Clip war auch super, aber ja. War halt dumm. Haben wir halt nicht gemacht. Nicht, dass das so war. Ja, ist halt ein bisschen schade, aber also weiß ich nicht, ich schwärme mich auch nicht drüber, ich mache es einfach so gerne. Aber es ist einfach immer wieder ein bisschen schade, wenn man es halt sieht, ja. Gut, der hat jetzt hier 5 Frauen an einem Tag an den Arsch gekrapscht, die er irgendwie bezahlt hat und keine Ahnung. Das halt die Leute kriegen dann auch Geld dafür. Weiß ich auch schon. Ja. Und weil du das kurz irgendwie angesprochen hast, Prank Reviewer und auch hier hast du das irgendwie mal aufgemacht vor einer Ewigkeit. H3 Productions, Ethan, ich weiß nicht, was das ist. Ethan und Tila machen das zusammen und das ist halt auch so ähnlich. Also der macht mehr so Reaction-Videos und nimmt aber auch so zur Zeit sehr viele Pranks auseinander und so. Das ist halt auch gerade so eine Welle, die als Gegenwelle zu den übertriebenen und Fake-Pranks so kommt. Und ich weiß gar nicht, wie du es angesprochen hast. Hoffe ich halt, dass dadurch diese Gegenbewegung das langsam so ein bisschen umschwappt und irgendwie wieder ein bisschen origineller wird und so. Na, ich glaube, das Problem ist nicht in diese Gegenbewegung, das Problem ist halt wirklich das YouTube-System. Also, das ist das, was halt auch. David Hein-Ding sagen, weil ich kenne das nicht alle David Hein, also gut von der Community vielleicht schon. Aber dieses, dass man halt entweder Content macht, der bei der Masse ankommt, ja. Oder halt, keine Ahnung, halt nicht so oft Content liefert, aber halt wirklich Content liefert, der gut ist und wo man auch Spaß dran hat. Also das ist ja halt dieses, was David Hein lange gemacht hat, dass er halt Content liefert hat, der bei der Masse angekommen ist. Bis er irgendwann gesagt hat, ja, dass er das eigentlich gar nicht will und dass er dann halt sich da auch unterbrechen. Das ist halt irgendwie so auch. Und jetzt halt seine neuen Videos sind zwar viel besser, aber haben halt wirklich nicht gerade diese 5 Videos gehört, die ganzen alten Dinge. Kommen halt auch nicht mal weg. Aber also so wie sehe. Und das ist halt das Problem halt immer bei Prank-Videos, halt, weil es große Thumbnails. Ich will mal pranken. Apropos Polizei! Praktisch. Ich will einen Satz aus dem Ende führen. Ja. Das sind halt große Titel, große Aktionen. Große Aktionen und große Titel, da klickt man eher drauf. Und auch wenn das gerade regelmäßig kommt, das ist halt auch so funktioniert auch der Algorithmus von YouTube, der bringt halt dann gerade so regelmäßigen Scheiß nach oben. Und wenn da halt ein Channel ist, der halt so einmal, weiß nicht, im Monat ein super geiles Video bringt, dann wird es halt einfach im Algorithmus nicht so frequentiert. Klar, die alten Abonnenten, die sind dann halt dabei und das ist schön und gut für die, aber es kommt halt nicht, also kommt halt, wird dann im Algorithmus runtergedrückt. Deswegen kommen halt auch diese ganzen krassen Clickbait-Dinger halt immer nach oben und sind dann auf der Frontpage und sind halt, weiß nicht, und werden halt auch supported. Also es ist halt, steckt halt mehr dahinter. Das ist halt nicht nur, also das ist, da würden halt Gegenbewegungen und so nichts machen, wenn man halt, da müsste sich halt irgendwie das YouTube-System an sich ändern. Aber selbst YouTube da ist es halt, ja mit Absicht. Selbst da ist es halt ziemlich am Boden. YouTube macht ja Minus und je mehr eben Clickbait, also richtig harte Reißer-Videos auf der Startseite. Eben, das Problem ist halt, dass das YouTube halt so eine kommerzielle Maschine ist. Irgendjemand meinte in den Kommentaren von dem Video, dass YouTube halt keinen, also David meinte ja halt, dass es sinnvoll wäre, wenn YouTube an sich ein kleines Büro hätte, wo sie halt nachgucken, welche Videos gut sind und die auf der Startseite machen und nicht je nachdem, welche viele Views haben oder sonst was. Aber da wäre halt das Problem, dass es in Deutschland dann, dass es dann ein Fernsehsender wäre dadurch. Und da müssten sie halt mehr Steuern zahlen und sonst was. Ja, das sieht man alleine an Rocket Beans, was sie für einen Scheiß haben, dass sie irgendwie diverse Sachen, also die jetzt irgendwie indizierte Spiele oder so, dürfen sie halt nicht lobend erwähnen, weil sie offiziell als Fernsehsender gelten. Das sind halt echt so bizarre Sachen. Das will man dann auch nicht. Also das ist
Genau. Halt, wie funktioniert das beim Almost Daily zum Beispiel? Da spreche ich ja offen über alles. Also, keine Ahnung, werden die da jetzt auch. Also, ist das dann da auch? Kommt drauf an, wann das war. Also seit die auf Twitch sind, ist es halt immer wieder so, ja, hier im Manhunt oder über was reden darf ich das jetzt sagen? Ich glaube, die Almost Daily sind nicht live. Vielleicht übertragen die zum Uhrzeit. Pranks, Polizei. Ja, ist, ja genau. Ja, das führt ein bisschen vom Thema weg. Eben, außerdem wollte ich auch sagen, dass wir gerade ein bisschen das auf YouTube auch zu sehr ausweiten, weil das ja erstmal das Pranks als Thema haben. Ja, ist richtig. Also, über YouTube allgemein können wir auch mal. Aber das ist halt, das führt halt schnell. Das eine führt halt schnell zum anderen. Ich habe hier Polizei hat gehört. Oder? Pranks, Polizei. Ja, also, ja, Polizei sind wir sofort, weil seins passt gerade ein bisschen besser. Kreativ werde. Ja, doch. Du, ne? Kreativität versus feste Konzepte. Also, ja. Ich finde, meine Meinung dazu ist, halt feste Konzepte werden irgendwann langweilig. Wenn ich jedes Mal sehe, wie jedes Jahr, nehmen wir mal Games-Review. Ja. Wenn jedes Jahr den Frauen dieselben Sprüche gedrückt werden, so dann Skandalvideo. Wird jetzt gerade Kritik über Nostraf TV? Nein, ich habe gesagt, das ist ja eben nicht so. Es ist, da habe ich ja auch selbst drauf auf dem großen Schild da Gamescom-Video nicht erwähnen. Das steht doch da! Peter! Oh nein, okay, ich weiß. Lustigerweise ist es mit dir drin. Nein, Moment. Das ist einfach. Wenn das halt jedes Jahr dasselbe kommt, dann gucken wir das vielleicht zweimal an. Und interessiert sie nicht. Dieses Kreative, dass mal was anderes kommt, dass mal eine neue Idee kommt. So, das macht halt Prank-Sendung, sagen wir mal so, Prank-Kanal interessant. Ja, aber das ist ja auch gleichzeitig genau das Problem, dass die Leute halt immer was Neues machen müssen. Halt so viel schon gab und es ist halt dann immer ins Extremere geht und dann irgendwann ist es halt so extrem, dass es eher gefaked werden muss, weil man so extrem es eigentlich nicht machen darf. Man muss das Rad neu erfinden. Aber ich würde jetzt halt zum Beispiel eher sagen, also weiß nicht, ob man das unterschreiben kann, aber gerade wegen solchen Sachen auch, wenn wir es eigentlich nicht ansprechen dürfen, aber Gamescom im Video, ja, Stichwort, würde ich jetzt schon sagen, vor allem, dass bei euch auf dem Channel eher so ist, dass jetzt die Sachen, sag ich mal, weniger krass, aber dafür kreativer sind. Ich finde halt einfach dieses Konzept Videospiele und sowas ist echt in dem zu übertragen. Es ist halt quasi immer das Gleiche. Ja. Okay, wir machen jetzt Watch Dogs in Real Life, wir machen jetzt GTA in Real Life, aber das dadurch, dass die Vorlage eine andere ist, ist das Video halt komplett ist anders klar. In der Ansatz. Nee, mal ist es ein bisschen auf lächerlich, mal ist es irgendwie tot ernst oder so. Und also Last of Us zum Beispiel war schon relativ ernst, fand ich, aber war halt auch geil. So. Ist echt saulustig wie... Stichwort zum Beispiel Carsurfing. Würdest du es nochmal machen? Ja, also ich habe nach dem ersten Mal gesagt, ich mache es nicht nochmal und dann stand ich fürs... Fürs Gamescom-Video warst du, aber fürs GTA-Video lag ich halt eh wieder auf. Also okay, gut, aber ich sag mal, aber du hast jetzt auch nicht das Gefühl, dass du sagen musst, okay, ich muss jetzt irgendwas Krasseres nochmal toppen oder so. Ja, also wenn dann anders irgendwie mit einem Sofa hinter einem Auto herfahren, also herziehen oder mit einem Rollstuhl, was du bist. Ja, aber ja, also ich habe halt echt, also ich finde es halt auch sehr interessant, also dass du quasi die Entwicklung so ein bisschen hast und das war jetzt, wird es ja quasi. Also, normalerweise sagt man ja eigentlich, dass es halt, wie Dion gesagt hat, es wird immer krasser. Mhm. So. Aber irgendwie ist es jetzt halt mehr so, dass es mehr kreativer wird. Ja, das war halt so ein bisschen auch durchs Gamescom-Video vielleicht und halt, dass ich relativ früh gesehen habe, wie es halt immer extremer wurde. Vor 2 Jahren war das ja schon, wo Vitalie oder wer das war, mit der Kettensäge den Leuten hinterhergerannt ist. Und da dachte ich mir halt schon so, ja, wenn die Entwicklung in die Richtung geht, vielleicht doch lieber einen Schritt zurückgehen und, weißt du, die Leute zu machen, halt echt noch zum Shoppen. Ist halt echt lustig, dass das Gamescom-Video, also wenn man das so jetzt sieht, dass das zum Skandal geworden ist. Oder dem ganzen Scheiß, der da draußen so unterwegs ist, an Prank-Videos, selbst vor 2 Jahren schon. Also klar, das lag wahrscheinlich so ein bisschen an dem Rahmen, weil es halt auch auf diesem Games, also auf Fiska hochkam.
erstens das und zweitens dieses Anita Sarkeesian und Feminist Frequency und so, das war halt gerade so richtig gekommen, das ist ja jetzt irgendwie schon so wie das heißt auch, vorbei. Das heißt auch, wäre es vielleicht von der anderen Seite rangegangen, es war halt dann so, bevor das Video überhaupt Chance hatte, großes Werden, kam sofort diese Meinung auf und das ist natürlich, sobald es einmal da ist, kriegst du es immer weg. Also wenn das Video erst bekannt geworden wäre und dann wären erstmal von einer Seite kurze Stimmen laut geworden, dann wäre das vielleicht eine ganz andere Geschichte gewesen. Und so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Was halt auch mal ein sehr interessantes Thema für einen Prank wäre zum Beispiel, was sagen wir mit einem Abend. Könnte man auch mal so ein Green Life oder so. Weiß ich das? Osama Bin Laden in Sohut. Machen wir gleich. Ja, Osama Bin Laden in Sohut. Alter, das sind so viele Themen. Lass mich noch ganz kurz was. Ja. Lass mal erstmal eins hier Kreativität gegen, also versus feste Konzepte. Haben wir jetzt eigentlich nur dieses Codefest, was ich auch versuche, immer nicht zu oft zu machen. Aber, also ja, macht halt viel zu. Das ist halt, ja, ist richtig. So. Aber auch ich meine, ja, neuen Gänse. Das ist halt auch schon ewig. Ja, ist richtig, aber ich meine trotzdem so. Ist richtig, ist gleich. Ah, das kann man ja auch noch. Ars wollte ich nämlich sagen, ist auch, das, also ist ja ein festes Konzept so, aber der Inhalt ist ja komplett anders jedes Mal. So, es werden Fragen beantwortet. Ja, aber es ist halt, ja. Wo kommt die eigentlich ist ja so her? Der Spielplatz so. Kann man ja alles machen. Weiß ich nicht. Das ist halt auch so, also so gerade Quote-Quest oder sowas, ist halt so, da ist halt dann die Interaktivität übrigens da mit ja. der Community. Deswegen finde ich das halt geil. Leute richtig bei Ars, ja, genau. Dass man halt mit den Zuschauern zusammen da was macht. Also bei Quote-Quest kannst du das ja wahrscheinlich auch noch sehr gut kontrollieren, das ist halt auch. In welche Richtung es geht, wenn ich dir aussuchen kann. Ja, also unter die Konzepte verschiedene dann jeden Mal das gleiche machen. Ja, genau, also mit festen Konzepten meine ich zum Beispiel auch, wie jetzt, was wir in dem anderen Feedback kurz angesprochen haben, Mert Matan sagt seinem Vater, ich bin schwul. Gibt es ja halt 1000 Versionen davon. Die Freundin kommt heim und sagt, ich habe dich betrogen. Die Freundin kommt rein und er tut so, als kriegt er gerade einen Blowjob von irgendjemandem. Gibt es ja 1000 Mal so. Dass Leute irgendwie was erzählt bekommen oder was vorgeführt bekommen im privaten Rahmen so. Es ist aber für mich empfindungsmäßig immer das Gleiche so. Obwohl es halt anders ist so. Aber es ist halt immer dieses gleiche, hey, ich sag dir jetzt was dir nicht gefällt. Und dann sage ich, ja, war nur Spaß, da ist die Kamera. Ja, aber erstmal die Reaktion erwarten. Meistens regt es sich ja natürlich auch. Ja. Das ist das ganze Mehrmachtranding bei dir. Aber das reicht eigentlich, was wir finden. Also, keine Ahnung, aber ich habe da auch mal was gesehen, da kam halt so ein Typ, ist halt zu seiner Freundin gegangen und bringt es dann. Ja. Und meinte halt, ich war beim Arzt und ich habe AIDS so. Und sie dann halt so, oh fuck, sorry. Ja, ich wollte es dir sagen, dass ich AIDS habe, aber. Und dann ist er, also es ist halt irgendwie so eine Prankception, weißt du? Aber sie wissen halt trotzdem eigentlich beide, was passiert. Ja, das also kenne ich auch. Stage, ja, aber das macht halt alles irgendwie viel lächerlicher, oder? Das kenne ich aber auch, wenn die das dann machen. Also ich pranke zum Beispiel dich, aber du weißt, dass ich dich pranke und prankst mich dann gleich nochmal. Und dann weiß ich halt wieder nicht, dass du es gemacht hast oder so. Also dann weißt du halt auch nicht, wer dann schon was von allem weiß. Ich habe übrigens hier reingepinkt. Okay. Aber Prank. Weil ich nur mal gesagt habe. Ich weiß, aber es ist nur ein Prank, deshalb ist es halt so wichtig. Ja. In the Hood, ne? Ich weiß nicht, dir sagt das jetzt irgendwie nicht so viel, weil das ist halt auch eine Riesenwelle gewesen, dass Leute einfach in the Hood gehen. Also das da, wo halt die afroamerikanischen Leute in Amerika wohnen. Ja. So im Ghetto, kann man vielleicht auch sagen. Aber das gibt es ja theoretisch in jeder Stadt. Gibt es ja einen Bezirk, ja, also die Unterschicht wohnt. Ja, das mal ganz genau zu sagen. Bei uns ist dann halt nicht so viel schwarz vorkommen, sag ich jetzt mal. Nee, weil es ist halt, das finde ich halt... Naja, aber in Berlin ist es halt auch so. In Berlin ist es halt dann auch eher die Gegend, wo halt viele Migranten wohnen und keine Ahnung, wo halt die Gangster wohnen, in Anführungszeichen. Nein, die dir halt dein Handy abziehen. So. Und dann gehst du halt, keine Ahnung, nach Südkölln. Und lässt ihn halt da auf die Fresse hauen, aber sagst noch kurz vorher, just prank. Aber da kommt halt da noch eine Ebene dazu, die ich auch scheiße finde, dass dann halt, weißt du, in den Kommentaren sind dann 1000 Leute, ja, aber ja klar, die Schwarzen, die können nur mit Gewalt oder so. Das ist halt so Stereotype irgendwie verdeutlicht, obwohl es dann halt, meistens ist es halt auch gestaged, alles fake, aber die Leute, ich nehme es jetzt vorweg, aber Golddigger steht da auch irgendwo drauf, dass dann, es ist halt eine Person, die prankt wird, ist auch fake. Aber eine Frau, die so sagt, hey, kommst du mit mir mit?
Er sagt zu der Frau, steht hey, kommst halt du mit mir mit? Sie sagt steht nein. Neben einem übelst fetten Auto. Nee, erst sieht man das Auto halt nicht. Ja, genau. Und dann fährt er mit dem Auto vor und dann steigt sie auf einmal ein. Ja. Es ist halt eine Frau und drunter schreiben dann tausend Leute, ja, typisch Frauen, die können nur achten nur aufs Geld und so. Und das ist halt auch das so. Genau, und dann aber das gab es auch schon so oft. Ja, aber es ist halt, weißt du, es reitet auf den Stereotypen, es fügt dem nichts hinzu, es ist eh gefährlich. Also da muss ich sagen, in The Hood, ich hatte mal irgendwie so einen Abend, wo ich mir aus irgendeinem Grund ganz viele In The Hood-Stuff irgendwie angeschaut habe. Ja. Eine Sache fand ich halt echt witzig, ich weiß halt nicht, ob es funktioniert, also ob es jetzt funktioniert, ich kann mir vorstellen, dass es fake ist, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ist ja halt auch so hin zu solchen kleineren Gruppen und hat die halt irgendwie angepöbelt. Die sind dann natürlich immer gleich drauf angesprungen. Und dann hat er sich halt komplett ausgezogen und ist halt auf die Leute zugelaufen. Die sind halt einfach in Panik gegangen. Also, so selbst wenn es halt ein Stage ist, fand ich es halt in dem Moment lustig, weißt du? Ja, einfach die Vorstellung, du willst jemanden jetzt auf die Fresse schlagen und er zielt sich einfach aus und rennt auf dich zu, so. Das hat mir auch vorhin ganz kurz mal angeschaut. Das ist ja eigentlich, also es ist ja nicht, ich sag nicht, das sollte es nicht geben, das hat der Anfang gearbeitet. Weißt du, da sind 14-jährige Kinder, die glauben jeden Scheiß. Du kannst denen auftuschen, was sie wollen. Weißt du, aber weißt du, die glauben dann, die gehen in den Hood und jeder Schwarze hat eine Pistole, die er sofort auf dich richtet, wenn er dich schief anguckt. Ja, besser vorsichtig sein, gell? Besser den Kindern beizubringen, vorsichtig zu sein. Ja, weil in Amerika haben sie keine Kinderwaffen, oder war das nicht so? Was? Ja, das ist vielleicht Kinderwaffen? Ja. Es gibt in Amerika auf jeden Fall Kinderwaffen, das weiß ich, aber ich glaube nicht, dass wir Kinder für mich sind die Kinder. Für Jungen helfen auch. Das ist sexistisch. Oh. Ah. Ja, aber... Ich dachte... Apropos Sexismus, wir wollen über Osama Bin Laden. Ja. Osama Bin Laden. Ja, aber nee, also es ist vielleicht... Ist ein Ulk-Ding, was ich da reingebaut habe. So eine kleine Flachs-Rakete. Aber... Ist, man kann kleiner Grinsepenis, ja. Kleiner Grinsepenis, ja. Aber man kann das ja trotzdem so als Thema nehmen, so... Wenn man jetzt zum Beispiel so Adolf Hitler macht, ne? Als Prank. Haben sie doch gemacht, oder? Na... Finde ich hier, Film. Dieser Film. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, habe ich aber noch nicht gesehen. Also, kann ich nicht zu sagen. Was? Ja, das ist das Ding. Das ist das große Thema. Ich kann es jetzt endlich ansprechen. Das letzte Mal wollte ich es in irgendeinem Feedback ansprechen, hab's vergessen. So, pass auf, also dass das so... Gewisse Moral hält dich davon ab, ist aber eigentlich nicht so schlimm. Erstes Beispiel, ich wede mit einem Dildo vor Kindern rum. Die Eltern natürlich völlig entsetzt, wie kann er nur? Aber für die Kinder ist es halt kein Dildo, sondern einfach nur so ein Gummiding. Sehr gut, war eine Fliege. Zweites Beispiel, fürs ja, Vorlaut-Video. Mittlerweile ist es mit der Waffe. Ja, aber das ist doch egal, wenn sie es selbst Also keine Ahnung, sie sind zwei so oder so. Dildo schadet denen, also was soll denn das in der Entwicklung kaputt? Also ich will das jetzt auch nicht jedes Mal machen. Ich sage nur, dass es nicht so schlimm ist, wie es wahrscheinlich für die Eltern wirken würde. Die drehen natürlich durch. Alter, was ist das? Das ist ein bisschen so wie mit diesem Bild mit den Delfinen. Wo, es gibt so ein Bild, was man halt doppelt sehen kann. Also wie, keine Ahnung, diese Lampe und dann sonst was. Ach so, Delfine. Genau, es gibt halt Delfine und Kinder sehen darauf Delfine und Erwachsene sehen darauf eine nackte Frau. Okay. Weil das halt einfach so ein Doppelbild. Kannst du dann einsehen. Okay. Schick ich dir. Könnt ihr ja mal testen. Weißt du, ich kann sagen? Zweites Beispiel. Jetzt erfahrt ihr, was wir nie gemacht haben. Fallout-Video. Ich habe halt gesagt, in der Theorie, ich würde es nicht machen, weil die Leute fänden es nicht lustig. Vielleicht auch die Leute, zu denen ich sagen würde. Aber ich hatte halt dieses Red Away fürs Fallout, was gegen Verstrahlung ist. Ja. Und wollte halt zu Asiaten hingehen und sagen, hier, ihr seht so verstrahlt aus, nehmt mal das. Also das war halt echt würde ich halt mega feiern, wenn ich das in einem Film sehen würde, wo es halt gestaged ist. Würde ich auch so feiern, wenn ich sehen würde, weil ich glaube nicht, dass es die Person vielleicht irgendwie hart verletzen würde, aber es wäre halt einfach, es wäre so ein bisschen schwarzhumoriger, aber ich mache es halt nicht, weil ich auch nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren. Kann natürlich sein, dass es sie übelst mitnimmt oder so und auch, dass so insgesamt die Leute, die das dann sehen, die urteilen dann nämlich hart. Ja, hatten wir einmal, haben wir auch seitdem nicht wieder gemacht, im Trolling Singer Video, im allerersten. Da war Kalle bei so zwei Omis und hat den vorgesungen, irgendwie ein junges Lied, ich kenne das leider nicht so gut. Hier, das mit dem Lesbien? Ich habe heute Nacht, nee, ich habe heute Nacht eine alte Frau überfahren. Die alte Frau. Ja, heute Nacht eine Frau überfahren. Und so weiter, ja. Und bald seid ihr tot oder so. War halt auch so, ne? Grenzwertig, bisschen schwarzhumoriger, haben wir seitdem nicht wirklich wieder gemacht. Aber das ist halt so, weiß ich nicht, die moralische Grenze, die aber ein
finde ich an manchen Stellen zu krass zurückhält, weil die Leute sich halt wegen jedem Scheiß aufregen und mitunter. Also weiß ich nicht. Also was ich halt ich fände es halt auch lustig, um die letzte Anekdote zu erzählen. Ja. Wenn man als Adolf Hitler verkleidet auf einem farbigen durch die Stadt reiten würde. Es klingt halt so lustig in meiner Vorstellung. Und du kannst es halt einfach nicht bringen so. Es ist halt schade. Es ist halt... Ja, du also, würdest du sagen. Ja. 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 Ja, aber ich habe ja schon irgendwas gesagt. Er sah sich jetzt schon durch die Stadt rein. Ja, also die Idee ist halt uralt. Da war noch ein Kumpel, Sami hat hier gewohnt. Der ist halt auch nicht wirklich dunkel. Der ist halt so ein bisschen schokobraun wie die Haselnuss. Nicht mehr als er. Ja, eigentlich nicht mehr als Herodes so, aber ich finde halt, er sieht eher danach aus so. Und keine Ahnung, seitdem habe ich die Idee gehabt so, aber ich habe es halt nie gemacht. Weil das Problem ist halt wirklich, dass diese es kann ja sein, dass es halt wirklich so 90% super, super lustig fänden, so, aber halt die ihre moralische Grenze irgendwie, dadurch, dass er dass man immer so vorsichtig sein muss, eben auch die dann auch vorsichtig sein wollen, so. Also dass es halt so abfährt. Wenn dann halt so 10% oder so laut werden, sozusagen, oder halt so 200 Leute aufschreien, dass dann halt eben die anderen sich dann auch nicht mehr trauen, drüber zu lachen, so, weil sie sich nicht sicher sind. Hey, darf ich das jetzt? Und dann fangen plötzlich, darf ich drüber lachen? Das lustig finde, wo sie eigentlich halt... Hey, David, aber dann, und dann ist halt diese Welle erstmal am Start und das ist halt die Sache, die kriegst du nicht mehr weg. Aber dieses Hitler-Ding finde ich das ist das perfekte Beispiel. Ja. Angenommen, ich würde jetzt auf einem farbigen oder People of Color oder wie man sie jetzt offiziell nennen soll, würde ich durch die Stadt reiten. Ich würde halt eigentlich niemandem was Böses tun. So. Die Leute wären vielleicht entsetzt oder so, aber keine Ahnung, kriegen ja keinen mentalen Zusammenbruch. Was ich halt interessant finde, ist mir eingefallen, halt, jetzt nicht unbedingt bei solchen Sachen wie als Hitler auf einem farbigen durch die Stadt schreiten, sondern ja, sowas, wird nicht passiert. Wie mit dem, wird feiern. Ja, aber ich auch. Aber viele würden es nicht feiern. Das mit dem Redaway. Mit dem Redaway zum Beispiel, ja? Ja. In dem Moment, also. Also, ich hab's ja. Leute, das war das Ding. Ich hab's ja eh gemacht. Ich habe mir überlegt, ja, ich kann's ja auch einfach bei Asiaten machen. Ja, aber. Ich glaube, der Ursprungsgedanke ist, ich wollte es einfach bei Asiaten machen, ohne Hintergedanken. Hab dann gesagt, oh, ich gehe da jetzt hin. Ja, du bist hingegangen halt und hast es dann halt nicht gesagt. Genau, und dann ist mir eingefallen, oh, warte mal, wenn ich das jetzt zu Asiaten sage, dann hat das vielleicht noch so ein Doppel. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ja, so. Und dann kam erst die Realisierung davon. Und dann dachte ich aber, auf makabere Art und Weise ist es halt noch lustiger. Aber kannst du nicht bringen, so. Auf jeden Fall. Ja. Das Ding ist, was ich halt ein bisschen wieder... Dadurch, dass ja, das, ja, damit das hat, das ganz, ist ganz, halt ganz, ist halt so wie Peter. Genau. Da ist behindert, du verarschst ihn nicht. Oh, er ist behindert. Ich behandle ihn lieber mal extra so. Was ich jetzt kurz sagen wollte, bevor ich wieder vergesse, Ja, sag was. Ja, jetzt hast du auch genug gesagt. Nein, ich bin auch, weil ich ja irgendwie behindert bin und ich sehe, das hat nicht so extrem wie andere. Aber ich finde einfach, ich finde es lustig, wenn Behinderte gemobbt werden. Also, ich bin halt auf der Gamescom oft mit denen unterwegs. Vor allem schleichst du dich rein. Ja, ich bin behindert, ich kann nicht bezahlen. Ja, ich kann nicht mit den Kosten was rein. Das ist halt irgendwie das Traurige, dass wenn man eine Minderheit in Anführungszeichen oder so irgendwie prankt oder irgendwas da macht, dann braucht man quasi die Erlaubnis von denen. Aber wenn die jemanden prankt, dann müssen die niemanden fragen. Also das ist unfair. Also was du mal sagen willst, einfach... Dass ich wollte ja trauen, dass wir das machen, dass ihr mich irgendwie, weiß nicht, Nein, auf der Gamescom alleine, dass du unser ganzes Gepäck auf dem Rollstuhl fahren musstest. Der kommt einfach von ihm, der kann das nicht machen, das ist moralisch. Also, mit meiner Moral ist es völlig in Ordnung, aber die Leute würden halt durchdrehen, wenn du, weiß ich nicht, was wir für ein Beispiel hatten, so. Also, ja, wir kennen halt wieder Peter auch als Behinderten und wenn wir bei Fremdbehinderten das machen, ja, aber können wir halt nicht sagen, wie die reagieren. Nee, nicht bei Fremdbehinderten. Es war irgendwas, was er machen sollte als Behinderter, vor der Kamera, für uns quasi so. Ja, so als... Was solltest du machen? Ich weiß nicht gerade nicht mehr genau, was... Es war einfach eine Idee von mir. Ich mag halt, wie die Leute darauf reagieren, wenn ich mich als Behinderter... Ja. Als richtig behindert anstelle. Ja. Ich habe Abitur, aber
Das sieht man mich ja nicht an. Entschuldigung. Das schneidest du bitte raus. Es ist halt nicht schlimm, wenn man so. Also ich sehe das nicht so schlimm, wenn man so sich verbindet und so ein bisschen lustig macht. Mach das selber auf. Wie er sich ein. Hitlerwitze sind die auch lustig. Mag den Typen. Was ich daran halt so ein bisschen schade finde, wenn du jetzt, also angenommen, wir würden jetzt, du bist bei uns vor der Kamera, verarscht irgendjemanden oder so. Also es, ich weiß nicht genau, was es war. Es war auf jeden Fall irgendwas, wo ich mir sicher war, dass die Leute durchdrehen. Dass dann halt die Leute sich so in die Position von dir, weißt du? Weil eigentlich müsste es ja von dir ausgehen, dass es nicht okay ist. Aber die Leute maßen sich dann an zu urteilen, okay. Und das fand ich, um das kurz anzusprechen, weil ich das zufällig gekannt habe, Games von 2013. Da sind Dinge passiert, die ich heute auf jeden Fall nicht mehr machen würde. Falsches Dings. Ja. Das finde ich halt heute nach wie vor nicht schlimm. Ich fand halt eher dieses Oculus Rifting wird. Ja, gut, also ich fand das mit dem. Also ja, ganz kurz, den Gedanken mal, das hier zu passen. Da fand ich halt nur kacke, dass die Leute sich so in die Rolle der Personen, die da vor der Kamera sind, so ein bisschen rein. Also klar kannst du es vielleicht mitunter mal sehen, wenn sich Leute unwohl fühlen vor der Kamera, aber wir haben ja auch mit denen geredet so. Dass die Leute im Namen von den Pranken halt erzählen. Ja, der hat das gerade nicht gefallen oder so. Oder das könnt ihr nicht machen, weil... Habt ihr alle Fragen? So. Von den Oculus Rift? Ja, Oculus Rift. Bei den das Gespräch möchte ich nämlich das einmal nachsagen. Das finde ich halt auch, ich finde es halt echt... Also eigentlich ist es halt überflüssig, sich über solche Sachen aufzuregen. Auch sowas wie mit dem Redaway. An sich wäre es halt überflüssig, sich darüber aufzuregen. Wenn halt klar ist, dass die Leute gefragt wurden und dass sie einverstanden waren. Weil dann ist es halt... Also, wer ist denn dann in dem Moment dieser, du hast uns nochmal angemacht, wer ist dann in dem Moment der, weiß ich nicht, Rassist oder was auch immer, der das macht oder der davon ausgeht, genau, dass das quasi so einen Hintergrund hat, weißt du? Ja. Und, also wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn man das Video quasi anzeigen könnte, dass Leute alle gefragt wurden. Also so ein Gütesiegel, weißt du? Genau, naja, wirklich, von YouTube halt irgendwie... Stiftung Warentest. Und dann könnte man halt auch gleich angeben, okay, das ist geprankt. Das ist Stage, also Fake Product Placement mäßig, ne? Fände ich halt wirklich irgendwie gut, wenn... Was ich jetzt noch zu Peter sagen würde. Wenn das offensichtlich wäre. Also was... Dass man... Es ist wie Product Placement kennzeichnet, wenn es gestaged ist. Wenn, also... Hab ich ja raufgeschrieben. Wenn man jetzt halt mit Peter so unterwegs ist, mit dir, sag ich mal, dann ist das ja klar, so die Leute sind dann immer... Wie in der Gamescom kommst du so einfach rein oder so. Aber wenn wir ja, zum Beispiel auch einen größeren... Die Leute verarschen. Ey. Ich meine, aber wenn man zum Beispiel, also bei uns hier Weimar, Zwiebelmarkt, ist ja schon so ein größeres Happening, kann man sagen. Ich bin halt mit Peter ungefähr 500 Meter hin und zurück über den Zwiebelmarkt gelaufen. Also zu mir nach Hause und wieder zu den anderen zurück. Und es ist halt keiner auf die Idee gekommen, dass er behindert ist. Alle dachten halt nur, er ist mega besoffen. Also jeder hat ihn halt irgendwie dumm angemacht. Du hast doch mal einen Thesis, oder was? Hat halt sogar auch ein Kind zu ihm gesagt. Ja. Und der Vater hat dann gesagt, nee, ist nicht so, der ist behindert. Guck mal, Papa, der ist behindert. Nee, der ist halt zu viel getrunken. Ja, guck mal, der ist betrunken. Das ist halt übelst dumm. Also sobald halt irgendwie die Gesellschaft quasi... In so einem Umfeld ist, wo einfach viel Alkohol quasi fließt, wird Peter halt nicht mehr als behindert, sondern als mega besoffen wahrgenommen. Das ist halt eigentlich schon fast wieder witzig. Dabei trinke ich gar kein Alkohol. In dem Sinne sollten wir alle mehr Alkohol trinken, ja. Damit die ganzen Behinderten... Damit alle Behinderten gleichmäßig bleiben. Alle integriert sind. Ich weiß nochmal zu dem Gift. Peter, du trinkst gar kein Alkohol, oder? Nein. Peter trinkt nicht mehr Alkohol. Alkohol trinkt. Du hast zweimal unterbrochen, mein Hübscher. Nee, das war jetzt voll wichtig. Ja. Das, weil, dass dieser Außenblick und wie das dann im Video wirkt, ist halt so total anders, so als wärst du da mit der Intention reingegangen, ich packe eine Brille vor dem Kopf als Ausrede dafür, dass ich jetzt rumgehen kann und die Leute anzugrapschen. Die Idee ist ja, die Idee war ja nicht, ich gehe rum und grapsche jetzt, um Frauen an die Titten zu fassen oder so, oder an den Arsch oder sonst was, war ja im Prinzip im Effekt passiert so. Das Geile ist, dass die erste Frau nach diesem Kerl, der ich halt wirklich an den Arsch gefasst habe. Das ist halt an sich eine übelst lustige Idee, so dieses Oculus, was halt auch relativ neu war, zu verarschen. So, man ist so in der Welt drin und auch zu den Mikro zu gehen so und dann so. Weil es halt auch völlig lächerlich ist. Ja eben, weil es halt so lächerlich ist. Weil die Taucherbrille mit dem Schlafding. Nochmal ganz kurz eine kleine Anekdote, die ich jetzt bei Kaufland gesehen habe. Ich hatte halt eine Schlafmaske. Was ich jetzt bei Kaufland gesehen habe, gibt es wirklich
virtuelle Realität steht drauf, sind so Brillen, ja, kosten so 20 Euro. Ja. Und das sind aber nicht virtuelle Realitätsbrillen, sondern das sind die von Bufuria, wo diese Bilder drin sind. Oh, und 20 Euro. Ich glaube mehr sogar. Also es war halt das Starter-Pack irgendwie, das war so ein großer Aufschlag. Ich wollte noch ein Foto machen, aber der Akku war leer. Oh. Das war halt, und dann hat man halt so Bilder von der Freiheitsstatue und sowas gesehen, weißt du? So ein kleines Kind mit so einer riesigen Brille und steht halt fett Virtual Reality drauf. Und stell dir vor, du kriegst es zu Weihnachten von deinen Eltern. Geil. Ich will die VR-Brille an. Keine Ahnung. Das Einzige, was geiler wäre Fußpilz zu Weihnachten. Ja, ja, nee, auch. Ja, nee, auch. Und nee, das würde jetzt nochmal zu Ende führen, weil es war ja nicht nur der Punkt mit der Brille, sondern halt auch. Auch das, was dann auch zum Skandal, also was auch so erwähnt wurde, dass Herodes im Pedo-Kostüm jetzt halt jemand mit 12 war, wenn ich genug gehoben habe. Also das passiert ja alles nicht mit der Intention, wir heben jetzt Kinder hoch oder ich schmiere jetzt den Dildo ins Gesicht. Das ist halt in dem Moment, man ist auf der Gamescom und dann macht man das schnell. Und man geht ja da nicht, also wie gesagt, das wirkt halt dann von außen so, weil es halt im Prinzip in einem 10-Minuten-Video halt so ein großer Teil ist oder so, dann denkt man so, krass, oder nee, aber halt die Szene, die sieht man halt, also man sieht halt nicht, das nicht den Kontext. Ist das perfekte Beispiel, also, weil, Daniel, du warst ja in dem Kostüm. Ich war auch dabei. Hättest du sie halt einfach so hochgehoben, ohne dass die Leute irgendeine Assoziation haben, wäre es halt kein Ding gewesen. Ja. Da warst du in einem Pedobär-Kostüm, hast quasi noch weniger Hautkontakt mit ihr gehabt, was eigentlich noch weniger verwerflich ist, so, keine Ahnung, wenn man es so sehen will. Aber allein, dass die Leute wissen, okay, Pedobär-Kostüm, jetzt hebt er die hoch. Aber das ist halt in dem Moment ist es ja überhaupt keine sexuelle Handlung oder sonst was. Es ist einfach nur, weil die Leute wissen, was gemeint ist. Wir wissen, was gemeint ist, aber die Aktion an sich ist völlig unverwerflich. Und das Mädchen kam auf dich zu und nicht du bist hin. Weil es haben halt übelst viele auf mich zu und wollten dann auch Fotos machen. Genau. Das ist halt auch mega lustig, so. Ja, die haben halt auch alle gelacht. Da hat dann keine gedacht, ich bin mal nicht. Es war halt dann, weil halt dann der Shitstorm schon losgegangen ist. Ja, und ich hab halt auch ein Kostüm an. Das muss ich erstmal ausziehen. Wenn ich vielleicht immer ganz kurz so eine. Und dann ist es wieder nicht schlimm. Ich würde ganz kurz mal noch ein Google am Zitatrium machen. Mach mal. Und zwar. Durchfall. Nee, mach mal jetzt. Thema. Oh ja, das ist auch ein gutes Thema. Das ist nicht auch ausgegeben. Obdachlose. Ja. Würde ich. Hast du Durchfall gegeben? Dreh dich um 180. Weil ich weiß, dass dich das ja auch manchmal beschäftigt. Ja. Da können wir aber gleich zu meinem Thema übergreifen. Vitali Obdachlose. Hat das ja auch mal gemacht mit Obdachlosen. Was? Nicht Obdachlose hochgehoben. Wer ist das? Robins Schwester. Meine Schwester und meine Nichte. Und Vitali hat die ja dann den Obdachlosen auch so Sachen gekauft. Da gibt es auch ein Video, was er richtig groß aufgeschrieben hat. Ja, aber ist das fake? Ist das fake? Ich glaube nicht, dass es fake ist. Das ist fake. Aber die Obdachlosen gehen halt übelst an ihn ran und er stößt, glaube ich, auch welche weg oder so, weil die so hart an ihn. Er verteilt das halt nur. Das ist auch die Analyse von H3H3 so geil. Das zum Beispiel könnt ihr euch mal anschauen. Weil also er hat halt. H3, hat halt genau. Und er hat halt unter das Video, das hat so übelst inspirationelle Musik und so. Ja, und, so. Ja. Ja, und wenn man auch das ohne Musik denkt, so, es ist halt wirklich oder so. Oder mit Metal dahinter. Oder mit so. Metal, es kommt die ganze Menge auf ihn zu und er brüllt halt wirklich irgendwann einfach diese Obdachlosen an, von wegen, weil sie halt sich wirklich auf das draufschmeißt. Von wegen, so jetzt stay back oder so halt. Ja, das, so, und das ist halt so, er flippt halt im Endeffekt übelst aus. Also. Was macht ihr eigentlich? Also es ist halt auch mittlerweile halt auch so Prank-Videos mit Goldiger zum Beispiel. Ja. Also dieses Obdachlosen-Ding machen halt ultra viele. Oder also es ist jetzt schon ein bisschen Mädel geworden so. Aber das ist halt auch eine Sache, die so ausgelutscht ist. An sich ist es halt voll gut so. Ja, okay, die Leute werden unterstützt, die Obdachlosen kriegen was zu essen so. Aber die Leute machen es halt nur, weil sie wissen, okay, das kommt bei der Masse gut an. Oh, inspirational Video, Share, Like und so. Und das halt, ehrlich, das irgendwie, dadurch haben die immer so einen Fadenbeigeschmack. Bei H3H3 auch irgendwie hatte der Schokolade gefunden. Also, habt ihr da nicht irgendwie einen Punkt gehabt? Jetzt alle. Das ist auch, das waren die Videos. Also hat er nicht irgendwie die gezeigt, die halt so auf eben dieses Clickbait aussieht? Ja, also es gibt hat auch. Hat er nicht auch welche gezeigt, die irgendwie eben, also wie man es halt machen sollte, wenn man es schon macht? Also von wegen so, Help the Homeless oder so. Ja, es ist ja nach wie vor eine Sache. Also, dass man halt darauf hinweist und dass man halt die Leute. Dazu bringt halt, dass man dann vielleicht so, guck mal, denen geht's wirklich scheiße und so, und wenn jeder halt ein bisschen was gibt, so. Dass man halt nicht nur, indem man halt im Internet sich ein Video darüber anguckt, dass man dann denkt, ah ja, die Menschheit ist ja immer noch nett, es gibt, dadurch, dass ich mir das angucke, gebe ich dem Typen Geld und der gibt dann den, also im Endeffekt denkt man ja, zumindest, wenn das Video, das ist ja eine sehr gute Idee.
sehr gute Geräuschkulisse. Wenn man das Video geguckt hat, fühlt man sich danach dann so. Möchte jemand so einen Grünschnabel? Ja, ja, Grünschnabel. Der Jentrik, du Grünschnabel. Ja, du bist echt. Kann man Jentrik unterbrechen? Ich bin nicht mehr unterbrochen werden. Auf jeden Fall, Jentrik Widerli hat er auch mal. Ja, da hat er keinen hochbekommen. Ja, das finde ich halt auch. Dion habe ich gesehen, ja. Das ist aber auch. Da war er halt noch nicht so bekannt und hat es gemacht und jetzt. Dion hat es auch mal gemacht. Ja, also er ist eingestiegen. Er kennt in Amerika diesen Chorobus, wo du gefilmt wirst und hast Sex mit einer Frau, aber du bist halt gefilmt dabei. Aber er hat halt keinen hochbekommen. So geil, wie er Sex mit einer Frau. Es waren halt zwei Typen. Bah, mit einer Frau, bah. Also Vitali war dabei und Vitali hat halt keinen hochgekriegt. Mhm. Und dann ist er wieder rausgeschmissen worden. Warum? Na, weil das ist weil halt wirklich Frau war. Nee, aber das ist halt wirklich ein. Wir waren halt rum und filmen dabei. Was man halt gar nicht so sieht, wenn man jetzt die ganzen Pornos hat. Aber das sind halt auch Darsteller, die kriegen das halt hin. Aber normalerweise hat man halt echt ein krasses Problem da. Es sind halt fünf Kameras um dich rum mit anderen, mit Kameramännern dahinter. Ist nicht unbedingt so die richtige Stimmung. Professionell. Produktion hast du ja auch garantiert. Weiß nicht, Viagra und noch hier was. Hab ich doch neulich so ein AMA auf Reddit gelesen. Der Fluffer, die zwischen den Szenen weiter an dir rumspielen, damit du weiter auf einem Level bleibst. Echt? Ja. Ich habe halt noch den Vorlesen. Das ist gut zu wissen. Ja, aber das ist nicht das Thema. Ja, ist ein bisschen off-topic. Aber ich habe ja eine sehr schöne Sache gezogen, um auch wieder ein bisschen positiver zu sagen. Ne? Nämlich, wenn man unbegrenzte finanzielle Mittel hätte, was könnte man für einen Mega-Prank machen? So, jetzt kann ich sagen. Darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, dass diese versteckte Kamera 2016, die haben halt eigentlich ein riesen Budget und machen trotzdem die totale Gülle. Ja. Also ich meine, die könnten theoretisch eigentlich den super geilen Prank machen und sonst was. Da haben halt auch Stars, die sie benutzen können für sonst was. Wenn ich mir alleine überlege, Trolling Singer haben wir ja hier vorne gemacht mit dem Wrecking Ball. Keine Ahnung, hätte man da ein riesen Budget gemacht, was man gehabt, hätte man da so ein riesen Ding draus machen können, theoretisch, was halt so, mit einer echten Abrissbirne oder so halt wirklich durch eine Wand kommt. Wie geil wäre das, ja? Ich meine, es war halt so auch schon geil, aber. Ja, weil es so ranzig ist. Das ist halt das, was ich im letzten. Ranz hat halt Charme. In dem anderen Feedback, keine Ahnung, wann das jetzt kommt, meinte mit diesem Ranzigen, was ihr halt habt. So dieses, dass es halt diesen ranzigen Charme hat. Der war halt auch noch richtig viel Handarbeit, ja? Also wie wir den richtig. Ball da gehalten haben, ja? Also absolut, ich finde das auch geil, weiterhin, dass der Ranzscharme ist. Das bringt halt auf den Punkt, was ich da gemeint habe. Also dieses von wegen die Qualität steigt klar an, aber irgendwie bleiben diese ranzigen Wurzeln da, indem man halt solche Aktionen hat, die halt lustig sind dadurch, dass sie so dumm sind. Das muss Mission Impossible sein. Oder Mission Impossible. Nein. Hä? Wie isst man das Gummibärchen? Ja, natürlich war das übelst komisch. Das Ding ist, das war echt schwer, da überhaupt eine Position zu finden. Mein Ursprungsgedanke wäre halt echt gewesen, dass irgendwo zwei Leute essen und ich wirklich von, keine Ahnung, 6 Metern runterkomme und was vom Tisch nehme und wieder hochgehe. Aber es ist einfach. Wie isst man das Gummibärchen? War dann unter irgendeiner Wand halt auf Brücke und er ist auf dem Boden. Du hast halt auch wochenlang darüber. Oh, das muss doch irgendeinen Kaffee geben oder ein Pavillon. Aber es ist halt am Ende weg. Es ist halt wirklich diese ranzige Brücke und was man vielleicht. Also was halt auch echt so. Affekt irgendwie lustig war. Ich lag ja mit Daniel oben und wir haben Raum und Halt gehalten. Wir haben ja nicht gesehen, was passiert. Aber wir lagen quasi zwischen dem Geländer. So, dann lagen wir und dann sind da Züge lang gefahren. Das war halt irgendwie so und wir haben aber mit aller Kraft versucht, Robin irgendwie hochzuziehen. Mit aller Kraft. Mit aller Kraft haben wir die Noten gezogen. Und es ist halt nichts passiert, außer dass du ins Hohlkreuz gegangen bist. Wir haben halt oben echt, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben uns echt angestrengt. Ja, also ich habe mega hart gezogen, also, aber es hat nichts passiert. Ja, doch, es ist ja was passiert, aber halt nur so. Bei der Sternenbrücke? Nee, das waren Diener. Die Brücke beim Paradies. Aber wir hätten halt so einen scheiß Rollzug, Flaschenzug, Flaschenzug brauchen können. Aber wir haben es halt nicht gemacht. Frag mal hin. Halt. Ja, Leute, halt wenn ihr so noch einen Flaschenzug zu Hause habt, den ihr nicht mehr braucht. Nee, Mission Impossible, das war nur so ein einzelner Clip. Also ein Flaschenzug ist halt eigentlich echt nicht verkehrt. Kann man halt eigentlich auch immer gebrauchen, also wenn ihr euren nicht mehr gebrauchen könnt. Aber das Mission auch wenn man ihn immer gebrauchen kann. Das Mission Impossible Ding ist vielleicht sogar so ein Ding, was eigentlich nur so auf Platz funktioniert. Es kam ja eh nicht durchweg gut an, aber ich fand es halt. Aber es war genauso mein Ding, weißt du, richtig schlecht. Einfach nur eine Szene nehmen und die in echt nachmachen, aber halt so dümmlich und dünner eigentlich, dass es schon wieder geil ist. Ich weiß nicht, schon wieder das nächste Thema an, ich sehe schon, du hast den Zettel so breit, weil wir haben das andere noch nicht mal besprochen. Ja, wenn ich mit dem Pippel komme, Jendrik. Da bin ich die ganze Zeit bereit, ja? Weil hier lass so ihn jetzt ausreden. Weil hier so Themensalat gemacht wird und weil hier drüben auch mal wieder abschweift. Apropos Salat, gib mir mal einen Grünschnagel. Schnagel? Grünsabel. Gib mir mal einen Grünsabel. Nee, hast du nicht. Ich kann übrigens nur bis halb.
Ja, also Thema Budget ist nur noch bis noch 19 Minuten Speicher. Thema Budget ja. Kurz noch. Also gutes Beispiel, was natürlich jetzt nicht Pranks ist, finde ich im Fernsehen, was Joko und Klaas mit ihrem Budget machen. Duell um die Welt, die machen halt, die machen halt alles für die Unterhaltung. Also halt wirklich, da steht halt die Unterhaltung komplett im Vordergrund, aber irgendwie halt auch noch mit Qualität, und die setzen halt ihr Budget gut ein. Und die gehen halt an die krassesten Orte auf der ganzen Welt, machen irgendwie Sachen, die sie halt in irgendwelche Minen reingehen. Sonst ja, was. Also das kann man halt auch nur machen, wenn man ein Budget hat. Ja, ja, eben. Das mein, aber es ging ja eigentlich frei. Weil die Frage, wenn wir das ist nur fiktiv. Du hast unendlich Mittel, also nicht unbedingt Geld. Du kannst, keine Ahnung, jedes Objekt oder so hast eben, du. Eben, dass man dann auch in allen Ländern mal so austesten kann, die Leute. Also, ja, ob die anders reagieren oder keine Ahnung. Eben da, auch so. Da kann ich auch noch mal kurz einhaken. Ich war ja in Japan. Überraschung. Was? Mein Lieblingsthema. Und na gut, vielleicht lag es daran, dass ich alleine da war, aber ich weiß nicht, ich hatte auf einmal so einen Respekt vor den Leuten, dass ich irgendwie gar nicht so Lust gehabt hätte. So, also ich habe mir so überlegt, ja gut, hier, gute Stelle so, aber ich habe gerade irgendwie gar keine Lust, die Leute zu verarschen, weil die alle so nett zu mir waren. Ja. Das, du hast halt hier in Deutschland, in Deutschland zieht halt irgendwie gefühlt jeder Zweite einfach nur eine Fresse so. Und da waren die alle einfach so geil zu mir, dass ich mir dachte, ja gut, eigentlich habe ich keinen Bock, die so zu verarschen. Aber man kann ja trotzdem noch so aber Sachen halt machen, ja, also mit Kostüm sich selbst verarschen. Da finde ich halt die Prank halt gut. Wie du sagst, jeder Deutsche hat so eine Fresse, weil die Deutschen halt in ihrem Alltag leben. Arbeiten, nach Hause, Pferde, das Leben ist langweilig. So. Und wenn dann so ein Prank da irgendwie, wenn einer dich komisch anlauert, dann ist immer was Neues im Leben, so. Was Neues im Alltag. Das holt vielleicht die Leute auch nur aus ihrem Alltag raus. Ich glaube einfach, dass in Deutschland die Leute eher so offended sind, ja, also so empört. Weil, also das mit dem Alltag hast du ja theoretisch in Japan viel härter. Die sind ja noch viel krasser in ihrem Arbeitsalltag drin. Also, weiß nicht. Ich glaube halt eher, dass die da so. Aber ich glaube, das kann echt Spaß machen, da die Leute zu bringen. Also gerade wenn man so harmlose Sachen macht, wie jetzt hier. Weil eigentlich ist ja die geilste Reaktion, auch wenn sich die jetzt bei mir, dann bei dir und bei mir nicht bei dir. Wenn ihr halt alle redet, das wird halt mit aufgeschrieben. Wenn dann gleichzeitig geredet wird, dass es in einem Gespräch funktioniert ist. Aber okay, gut, dann jetzt ich. Mega Monster Prank. Du hast bestimmt an irgendwas gedacht, als du das aufgeschrieben hast. Gar nicht. Also wenn du das Budget hättest. Ja, also aber ja, du könntest. Das war jetzt gesagt. Das habe ich nicht zugehört. Nein. Da waren wir hier Muss ich später noch das Video gucken, oder was? Toll. War es was Wichtiges? Jetzt nein. Sagt okay. Er, ich werde es noch bringen. Nein, ich habe keinen konkreten Gedanken mehr dabei gehabt. Einfach, ich wollte jetzt mal lass doch Jendrik erstmal ausreden. Es wird sich über mich lustig gemacht. Ich finde das nicht gut. Top Prank, Alter. Doch, finde ich super. Nee, das ist ja schon schön. Ich wollte nur sagen, dass die besten ja. Reaktionen sind halt immer mit, wenn sich die Leute dann auch selbst freuen. So. Und wenn sie halt eben nicht eine Fresse ziehen. Und in Japan, weißt du, wenn du sagst, die Leute sind da alle so gut drauf, dann ist das voll geil. Weißt du, dann sind halt alle voll mit dabei und freuen sich mit dir. Und das weißt du, deswegen ist das Prank-Umfeld vielleicht besser, weil wenn hier die Leute einfach nur in die Fresse ziehen, ist die Reaktion im Endeffekt ja gar nicht so geil. Das war halt so meine Wahrnehmung. Also, dass die irgendwie. Alle haben voll serious geblockt, ja, aber sobald du einen irgendwie ansprichst, sind die komplett, als wären die Best Friends. So war meine Wahrnehmung. Das war echt richtig nice. Ich wollte gerade sagen, weil so viele, also gerade in großen Städten, ich dachte, das ist auch ja distanziert. Ist richtig, das ist irgendwie distanziert. Vielleicht ist es halt, weil ich Ausländer bin oder so. Ja, also die sind, halt, jeder macht so seins und nimmt aber Rücksicht auf die anderen so. Das ist halt so nächstes Level. Aber sobald du die ansprichst, voll offen so. In Japan sind sie halt ausländerfreundlich, hier sind sie halt ausländerfreundlich. Alles klar, warst du schon mal in Japan? Ja, aber also Robin war in Japan. Ja, ja, aber das sagt, stimmt ja. Das habe ich halt auch schon öfter gelesen, dass sie in Japan Probleme mit Rassismus haben. Besonders gegen Chinesen und so, dass sie da richtig Probleme haben, wenn die Chinesen in Japan sind. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Hey, Japan ist doch China. Aber erkennt man den Unterschied? Ja, also wenn du selbst Japaner bist, ist es auf jeden Fall. Ist doch alles das Gleiche. Oh, die ganz zugezogenen. Das sind Sachen, die können uns mal. Also, apropos gleich. Oh. Die können uns bestimmt bereiten. Gutes Thema. Halt, stopp! Einmal noch bei den Mega-Prank-Waffen geschossen, ihr hört euch halt gegenseitig nicht zu! Aber es gibt kein Mega-Prank! Aber das passt sehr gut dazu, weil das ist halt ein großes Projekt. Ne? Also, das ist halt ein großer Mega-Prank. Der hat auch Budget. Richtig. Ja, hat halt auch welcher Budget. Prank? Na, Borat bzw. Bruno. Dieses Konzept, ein ganzer Film gesehen. Quasi mit Prank-Szenen und richtigen zusammengeschnitten. Bruno weiß ich gerade gar nicht. Ist das der mit dem Game? Ja. Genau, der Österreicher. Der hat nicht gehört.
nur Österreich. Gay, ich hab gay gesagt. Das ist okay. Ja. Gay. Sehr, sehr glücklich. Ja, früher war gay einfach. Aber Bruno fand die halt nicht so gut. Ich fand die beide eigentlich relativ auf einem Level. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass irgendwie dieses schwulen Ding mehr Leute so irgendwie nahe geht. Keine Ahnung, dass die Leute sich eher auch. Das ist irgendwie für die lustig, wenn da so ein Kasache. Very nice! Und das ist halt so lustig für die, aber wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, wenn es dann um Schwulsein geht, fühlen sich irgendwie mehr Leute. Ja, das ist ja eben noch besser. Also so. Ja, also ich fand's gut. Also die Sache ist ja, dass der Humor kommt ja da in den Film nicht dadurch, dass also durch den, klar auch durch den Charakter, aber nur indirekt. Es ist halt geil, wie er halt die Leute dazu bringt, sich selbst irgendwie zu so einem Entlarven. Ja. Also er muss im Prinzip gar nichts inszenieren, sondern die Leute, er bringt halt einfach durch seinen Charakter die Leute dazu, Sachen zu sagen, die dann einfach so gar nicht gehen. Also wie hier das mit den Kardashian, die sich halt auf die wendigen Stühle setzt beim Bruno oder so. Also das ist halt so genial. Also, ja. Das hat er ja vorher auch mit Ali G schon gemacht, hat er auch. Also nicht nur den Ali G Film, er hat ja auch eine Sendung gehabt, eine Talksendung, wo er halt prominente Gäste hatte oder irgendwo hingegangen ist. Er ist zu Feministen gegangen und hat mit denen geredet über Dinge, über Gangster-Dasein und so. Ja, der Diktator war ja auch, genau wie Ali G zum Beispiel, ja, waren ja auch ein richtiger Film. Ja. So. Aber das, um das bei dem Megaprojekt zu Kopf zu lassen, da hätte ich auf jeden Fall irgendwann auch richtig Bock drauf, wirklich mal so einen Film. Vielleicht sogar mit, sofern es möglich ist, mit 100% nur in der Öffentlichkeit. Ich hatte ja schon lange mal so mehrere Ideen. Hau ich jetzt raus, weil es kommt demnächst eh nicht dazu, aber trademark ich mir die Idee schon mal. Gibt ja so Anmerkungen auf YouTube, ne, die man so einfügen kann. Da wollte ich seit 3-4 Jahren hatte ich die Idee, so ein interaktives Video, also so ein richtiges Point-and-Click-Adventure, was halt übelst aufwendig wäre, mit 1000 Videos hin und zurück. Und aber das gibt es doch schon von dem Parkour-Leuten, zumindest kenne ich das so. Ja, das ist halt die eine Sache. Wo du dann aussuchen kannst, wo die hinspringen. Das ist halt die eine Sache, aber halt so richtig, dass du Entscheidungen triffst, ja. Wo dann sich die komplette Story ändert quasi. Und das dann irgendwie also über eine halbe Stunde wie ein interaktiver Film. Ja, das wäre so geil, aber das ist halt ein riesen Aufwand. Ich habe da mal mit Herodes vor 2 Jahren angefangen, so groben Storyboard zu machen. Und das ist halt echt zu hart, wenn du immer wieder zurück musst. Aber auf jeden Fall wäre das halt geil. Weil du kannst die Anmerkungen auch so anstellen, dass du nicht siehst, wo die sind, sondern halt wirklich ins Bild klickst. Und dann erst siehst, dass da was ist. Und das halt wirklich erst so Gegenstände einsackst und so. Und je nachdem, welcher Gegenstand. Das dann halt verbunden mit Franks habe ich mir überlegt. Wenn dann zum Beispiel. Das war so eine Idee, alles getrademarkt jetzt. So ähnlich wie bei Heavy Rain, dass du halt von jemandem losgeschickt wirst, um irgendwelche Sachen zu machen. Du musst dann zum Beispiel in der Öffentlichkeit jemanden erschießen, was dann in die Falle zum Beispiel gewesen wäre, der dann erschossen wird und dann dabei Blut spuckt. Dann hast du halt Frank drin so. Ja. Sowas. Ja, aber das ist lustig. Also, dass du sozusagen aus den Schauspielern, klar, wir sind engagiert als Schauspieler sozusagen oder die Leute halt, aber es spielt halt alles mehr. Könnte man halt, du kannst halt auch nicht einfach echt jemanden erschießen. Aber trotzdem, also man hat krass in diese Gesellschaft. Kommst du darauf rein? Könnte man krass halt in so interaktive Gesellschaftskritik mit reingehen. Also von wegen so, wie weit will man selber die Story treiben? So. Also mit dem Interaktiven so. In welche Richtung willst du es treiben und wie extrem wirst du dann so? Also, wenn man jetzt sagen, wenn nicht zu viel von der Story. Es ist halt mega aufwendig. Das ist mega gut. Ja, ich bin gut. Klar, das ist aber gut, macht das viel Aufwand, wenn du es dir mal so überlegst. Ich habe halt überlegt, es fängt an in der Wohnung. Du siehst halt, okay. Person fehlt, keine Ahnung, das ist deine Freundin oder was weiß ich, ist nicht da. Und dann guckst du halt erstmal in der Wohnung rum und versuchst Hinweise zu finden. Und alleine das, dass du in Raum 1 gehst, ja, vielleicht da einen Gegenstand findest, zurückgehst, dann ist der in Raum 2, wenn du in Raum 2 gehst und dann wieder zurückkommst, ist der Gegenstand ja nicht mehr da. Musst du da schon 2 verschiedene Videos haben. Und dann immer wieder, weißt du so? Ja, warum kannst du sagen, er steckt in die Tasche? Ja, aber wenn er das halt nicht macht, musst du ja auch eine Version haben, wo der Gegenstand noch da ist. Ja. Es ist halt ultra hart, aber es wäre geil. Alles bedenken, und das Schritt für Schritt. Ich weiß ja nicht, ob man das mit dem 360-Video machen könnte im ersten Raum. Das wäre schon cool. Geil, ja. Guckst dich um und ob dann die Anmerkungen. Ich weiß nicht, wie die Anmerkungen dann funktionieren. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut geht. Aber das wäre halt auch was, was das ganze YouTube-Konzept perfekt nutzt. Das kannst du halt in einem normalen Film nicht machen. Das muss ja dann interaktiv sein. Ja. Wir haben noch 9 Minuten. Ich weiß nicht, hast du auch noch 9 Minuten oder gehst du lieber? Ich habe eigentlich nur noch 6 Minuten, aber ich kann noch 9 Minuten bleiben, aber ich muss nur meinen Wecker ausmachen. Sweet. Ich kann nämlich hier noch kurz einwerfen. Aber Moment, wenn wir noch 9 Minuten haben, ja. Du bist doch Aktionskünstler. Kannst du mal was Lustiges machen? Sehr gut. Das steht da halt wirklich drauf. Du bist Aktionskünstler. Mach doch jetzt was, Robin. Weil wir mach wollen, mal was ja, Lustiges. Wollen ja allgemein über das Ganze. Ich habe dich schon öfter in der Innenstadt gesehen. Ich würde jetzt halt sagen, lustig versus Schock.
Ja, das hab ich auch. Mir aber schon. Also entweder mach was Schockierendes oder mach was Lustiges. Aber nee. Du bist doch Aktionskünstler, oder? Ich wollte da anders drauf eingehen. Ich wusste aber, dass ich dir da eine prima Vorlage für gebe. Deshalb habe ich auch bezogen. Um das kurz zu erklären, angefangen hat das mit der Mutter von einer Freundin von der lieben Margarete bei einer Abschlussfeier oder so bei eurer Schule. Da hat sie gesagt zu mir, ey, du bist doch Aktionskünstler, komm doch mal mit. Ja, die Christiane, komm doch mal mit. Und dann sollte ich halt einen Blumentopf für sie tragen. Ein was? Ein Blumentopf. Ich sollte einfach nur einen Blumentopf für sie tragen. Das war eine Aktion. So, das war eine Aktion. Aber was da halt dran hängt, ist dieses ganze Ding, diese Erwartung, was halt öfter mal ist so, man sieht jemanden auf der Straße, machst gerade wieder ein Video, wo ist die Kamera und so, dass die Leute halt immer die Erwartung haben, du bist permanent in irgendeinem Mode, wo du nur alle Leute verarschst oder nur irgendwelche verrückten Sachen machst. Und dazu passend, dass es das ein bisschen erschwert, wenn auf der Straße geht, ich kenne dich doch. Ja. Gerade wenn du gerade zu einer Person hingehst und sagst, oder halt dein Ding machst, verarscht dich irgendwie oder gehst halt hin, machst Codequest, erzählst irgendein Zitat und die so, ich kenne dich, du machst es doch hierfür. Das ist halt echt schade. Das ist halt jetzt auch schon öfter passiert. Hier ja. Wenn es nach mir ginge, würde mich halt keiner kennen, erst recht nicht in der Stadt, in der ich wohne. So. Zum Glück haben wir halt hier viele Touristen, dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Das hatte ich nämlich früher mit der versteckten Kamera, dass man diese Standard-Verarschtypen irgendwann kannte. Also hätte ich den getroffen, hätte ich ihn erkannt. Also, ja. Ich hatte so das Gefühl, dass wenn ich bei versteckter Kamera gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht gecheckt, dass es versteckte Kamera ist. Weil das immer die gleichen Typen waren. Ja, wir hatten das hier Comedy Street, hat er hier Simon Gusejohann gemacht. Genau. Den hat man dann noch auch relativ gut gezogen. Genau, besonders die Charaktere, die er dann gemacht hat. Da habe ich mir halt auch überlegt, früher oder später muss er dann auch tausendmal auf dem Starter erkannt werden. Und vielleicht das heißt, Stage ist dann halt auch ein Indiz, ja. Oder du siehst es nicht, wenn er erkannt wird. Aber ja, klar siehst du es nicht. Siehst du ja bei uns ich, auch nicht so oft. Ja, das ist richtig. Aber ich habe jetzt noch ein ganz schönes Abschluss. Okay. Set gezogen. Unsere Lieblingsbank ist eigene, ist fremde. Finde ich halt absolut. Mein Lieblingsfreund geht immer noch von mir. Geht zu einer Frau hin und fragt, na, schon mal eine Behinderte? Na, Süße, schon mal einen Behinderten geküsst? Nein, da wird er mal Zeit. Und hat's das ist gemacht? So dein Eisbrecher. Okay. Immer, ja. Das ist so, das ist einmal eingefallen. Das ist mir einmal eingefallen im Zug und seitdem ziemlich geil. Also ich finde ja Remy Galliard ziemlich gut so von Pranks, weil das bei dem kommt das eigentlich auch noch so lustig rüber, aber teilweise sind die Videos auch nur so kurz und er macht da nur einen Clip oder so. Das finde ich dann ein bisschen langweilig, aber so seine Grundidee finde ich schon ganz gut. Also mit dem einen Clip stört mich halt gar nicht so sehr. Also manche Sachen, wie halt Mission Impossible, da hättest du das noch fünfmal gemacht so. Oder ja klar, das aber... Das wirkt halt einfach nicht mehr so. Remiga, ja, pflichtig dabei. Allerdings so, also das Blindenvideo fand ich wieder richtig geil. Zumal ich das auch immer machen wollte und dachte, kannst du nicht bringen. Ich weiß nicht, wie ich das erzählt habe, noch als ich in der Schule war. Oder also vor 5 Jahren oder so, dachte ich mir, ey, ich nehme mal so einen Zeigestock mit einfach und klau den mal. Damit ich dann so tun kann, als wäre ich blind. Sieht ja auch also ein bisschen so aus. Ich habe aber immer gedacht, das kannst du nicht bringen. Er hat es halt jetzt gemacht, es ist voll geworden und es ist halt auch eine geile Idee. Aber so die Videos davor fand ich immer alle nicht so geil, aber bei ihm finde ich halt positiv, dass er halt ohne Ton meistens auskommt. Würdest du jetzt auch ohne Ton? Ja, also da ist ja noch. Nein, es ist doch der Ton da. Okay. So, keine Ahnung, jetzt kann jemand anderes machen. Remy Galliard finde ich halt auch die Pranks ganz gut, die man eigentlich sonst nicht machen könnte, wo er halt, keine Ahnung, bei der Tennis-Weltmeisterschaft einfach ja. mit aufs Spielfeld geht. Ja, das finde ich richtig geil. Oder sich mit zu der Volleyballmannschaft stellt. Und dann halt wirklich in den Medien halt auch die Fotos sind, wo er halt den Pokal hält oder sonst was. Ja, was sich halt mit der Fußballmannschaft von Frankreich halt zusammen freut über den Pokal. Wenn ich in Berlin oder so wohnen würde, möchte ich es auch irgendwie aggressiver machen. Weil, also hier geht halt nichts. Das Krasseste, was mal war, in Erfurt war Angela Merkel mal. Ja, und Obama war ja auch noch. Ja, aber da kommst du halt nicht ran, da bist du tot, wenn du von der Supertalent oder von ja, der CSU. Ja, da wurdest du auch gleich weggekommen. So gut, Alter. Das war halt geil, ach ja. Ach so, mit der Karte. Der Security-Man ja. war so schnell. In der Luft weggecasht. In der Luft von hinten. Vor allem, du kamst da hinter dem Security-Man vor. Und es war Pietro Lombardi. Also. Ja, er ist halt, keine Ahnung, er ist halt wirklich Dschungelcamp so. Naja, aber damals war er der beste Scheiß.
Und was ist der Lieblingsprank von dir selbst? Schwer zu sagen. Aber ich kann vielleicht meinen Kunst sagen, weil vielleicht ist es ja auch dein Lieblingsprank. Ja. Also das ist echt so, also es ist eigentlich kein Prank, es ist so ein kurzes Video. Ich glaube, es ist nicht nur auf dem Hauptkanal, sondern auch irgendwie 14 oder so. Es ist einfach dieses Skyrim-Ding mit der Autoschleuder. Achso, ja, das also, ist kurz. Ich habe das, keine Ahnung, als ich irgendwie 16 war oder so, habe ich das schon mal drunter geschrieben. Aber ich gucke mir dieses Video echt noch öfters mal an, einfach weil ich weiß nicht warum, aber ich finde es so geil. Es ist halt einfach, wenn Menschen später mal, ja, nicht Menschen, andere Lebewesen, so irgendwas von uns finden und sie finden das, das wäre einfach so geil. Weil es passt halt einfach so, diese Musik, wie du den Dildo rausziehst und dieser Shot auf die Nase und alles, das ist so geil einfach nur. Ja, das war dieses Schwabbelbatz, der Gesicht, das hat richtig ja, liegen. Der Gesichtsausdruck halt dazu, das ist halt schon, weiß ich nicht. Also, ich habe die Behind-the-Scenes-Clips leider nie wiedergefunden. Das weiß man ja gar nicht, das sieht man ja im Auto nicht, im Clip nicht, dass ich an ein Auto festgebunden war und Daniel halt übelst Gas gegeben hat und ich hochspringe. Und das war halt echt ziemlich dumm. Also ja, würde ich nicht nochmal machen, weil es hat mir richtig hart... Ey, wir haben ein Kissen um ihn rumgebunden. Ja. Sein einzigster Schutz. Also ich fand am besten von uns das Zombie-Video und das GTA 5-Video. GTA 5 Video würde ich nämlich auch einwerfen, fand ich, also es ist nicht irgendwie das Lustigste von allen, aber es ist halt so geil, weil es so ein gebündeltes, so ein Potpourri aus, da ist halt alles irgendwie drin. Da ist viel drin. Es hat halt auch übelst lange gedauert, das zu filmen. Aber es war auch geil, das zu filmen. Es war auch richtig geil. Alleine einfach, wir sind hier beim Kaufland, da ist so ein Typ mit so einem scheiß Gabelstapler, ey, ja klar, fahr mal, zack, Clip fertig, so. Also spontane Sachen auch dabei. Aber ist auf jeden Fall nicht so das Video, was ich am lustigsten finde. Aber also das, was ich am lustigsten von euch finde. Ja, jetzt kommt's. Der ist leider halt nicht da, kann aber Herodes als Rocco. Das war mit dem Stein. Mit dem Stein, mit dem kleinen Stein. Das ist halt auch das lebt davon, dass es so kurz ist. Oder? Ja, das lebt davon, dass es so kurz ist. Und es ist halt einfach so gut, wie er diesen Stein da hinten los. Und die Leute drehen sich alle um, weil es kurz knallt. Teddy, komm zurück. Das ist großartig. Sehr, sehr gut. Ja. Genauso wie das König der Löwen. Genau, das fand das ich auch, ja, auch davon. Das fand ich auch sehr gut. Auch nur 30 Sekunden lebt von der Katze und es ist viel zu geil. Und es war halt auch so, ich glaube, das habe ich mit Terroristen. Also ich wünsche mir halt irgendwie noch so ein Video, aber es muss nicht unbedingt dasselbe sein. Ja. Also es muss halt. Ja, es ist halt schwer. Ja. Das war auch so eine Sache, da sitzen nie Leute drauf. Ich habe mich mit Herodes getroffen, ganz am anderen Ende der Stadt, habe gesagt, ey, also bin hier vorbeigefahren. Da sitzen gerade Leute, wir müssen da jetzt, und wir sind dahin gerannt, dass die Leute da noch sitzen. Und dann echt innerhalb von einer Minute schnell gemacht und es ist perfekt geworden. Das war richtig gut. Dass sie halt auch gerade da ihre Taschen abgenommen haben. Ja, es war so gut. Ja, es war so gut. Also die kleinen Kotze. Wir haben noch eine Minute jetzt oder so. Okay, die sind auf jeden Fall auch meine Favoriten. Jendrik? So, ja. Favoriten? Okay, aber ich finde, also 0 Minuten steht da. Am unterhaltsamsten finde ich eigentlich auch immer... Trolling Singer finde ich übrigens auch richtig gut. Trolling Singer ist richtig geil. Ah Gott, aber Ask ist auch richtig, finde ich echt ein super Konzept aus dem Original. Ich auch selbst. Dann hat das Ganze richtig cool. Und auch weil es immer so ein langes und aufwendiges Video ist, wie man auch echt mal lange dran dreht. Falls es abbricht, gell, man sieht sich. Wir haben euch ganz doll lieb. Solche Hitlings, Alter. Bist du Bild, ja? Bild hat ein Rollfilter. Ist ein neues? Ja. Geht das dir? Also lieber als benutzt. Hey, bist du dumm? Warum tust du das? Warum meine? Ich verstehe nicht, warum er sich nicht die Nase putzen kann. Hä? Er tut es. Ich verstehe es auch nicht, warum er sich nicht die Nase putzen kann. Also es sind jetzt hier Freiluftsounds, ne? So lächerlich. Aber wirklich noch. Aber wenn du das benutzt hättest, wäre es nicht schlecht für die Umwelt. Das ist wirklich schon anders. Es sind nur drei. Ja. Ja, statt ja, aber weil ich Schlüpfen habe, onaniere ich. Das heißt, es gleicht sich aus. Ja, und wenn wir dann diesen Ton nutzen, musst du vielleicht... Ja. Dass du dann hier so vorbrüllst? Nein, ich habe ja generell ein lautes Organ! Ja. Das ist mein Ding. Welches ist denn mein lautes Organ? Das ist das Kind. Oh, du Gags hat mich jetzt wirklich Gags, weil du mal gewusst hast. Das ist so schnell, kann man gar nicht schaffen. So. Wie schaden? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alter, lass jetzt an. Das ist zu groß, sollen wir das mal wegschicken? Nein, ist voll gut. Später mit auf dem Bild? Will ich nicht. Alter, gehst du bitte aus dem Bild? Ich bleib jetzt sitzen. Die pranken mich die ganze Zeit. Okay,
Wir lassen mal einen offiziellen Anfang machen. Ich sitze jetzt übrigens genauso, wie ich nicht sitzen wollte. Wie willst du denn das? Also hier ist super entspannt sein. Es ist super schön. Ja. Hat jemand eine Sonne? Nein, für den Abend. Robin, können wir bitte. Hat jemand 40 Euro? Können wir bitte drüber reden, wie du sitzen möchtest? Ich habe 40 Euro. Zum Glück hat er eine Sonnenbrille für 40 Euro. Willst du dich lieber hinlegen? Ich habe ein Tutorial gemacht, wie du eine Sonnenbrille hast. Draußen war eine scheiß Idee, hier sind übelst viele Viecher. Ich hasse Viecher. Ich habe halt gesagt, dass es einfach einen Namen, ja? Ich find's auch schön. Ich find's wunderschön. So, können wir jetzt anfangen? Ja. Ich will hier wieder weg. Aus diesem draußen. Warte, jetzt vielleicht bist du. Der ist der Krankenwagen. Nimm schon kurz her. Das ist doch. Läuft das schon? Krankenwagen. Außer Peter, der ist wenigstens vernünftig. Peter, ist der Ton schon an? Achso, ich dachte, du meinst, Peter läuft nicht. Läuft das jetzt also, alles schon? Es ja, läuft jetzt Peter. Alles. Es würde dann demnächst losgehen, wenn sich die Masse ein bisschen beruhigt. Wie hat denn meine Haare noch? Alter, ich bin auch irgendwie behindert. Also dieser ganze Clip jetzt hier, ja, dieses Tomahawk schmeißt wahrscheinlich hinten dran. Okay. Hinten dran? Das ist richtig gut für Augen. Nee, das sind Leute gleich. Oh, eine Limo! Alter, oh, eine Limo, wirklich! Limo! Wollen wir alle hinrennen? Oh, ich hab grad auch Durst. Kann mir niemand. Ja, warum haben wir eigentlich nichts zu trinken gekauft? Nee, ich will eine Limo. Oh, Kacke! Ach du Scheiße, Polizei. Ja, wir haben ja ganz was mit der Polizei zu tun. Ne? Gut, okay, wir kommen. Wir schaffen das bestimmt dann, hier so ein bisschen Gesprächskultur zu haben. Das ist bestimmt so VIP. Warte, es kommt noch einer. Jetzt kommt noch ein Krankenwagen, krass. Peter, wohin ist das? Ich weiß nicht. Das ist ein harter Witz. Die Limo. Weißt du, was noch hart ist? Warum sagst du sowas von anderen? Guck mal, warum grinst du da so? Franz Grinzer. Ich hab nicht gesagt, Franz Grinzer hat halt gedauert. Ja,